Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga. Ein fantastischer Spieltag liegt hinter uns und wir besprechen ihn jetzt. Achtung, jetzt breche ich euch die Daumen. Ah! Ja! Wenn man so stark ist wie ich, dann hat man auch eine große Verantwortung. Und wer will hier schon die Daumen seiner Freunde brechen? Ich möchte es nicht. Ich habe schon die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer brechen müssen, indem ich jetzt gesagt haben werde, dass Tobias Escher heute nicht dabei ist. Zeitlich leicht verwirrend. Aber die Wahrheit bleibt, Tobias kann heute nicht dabei sein. Wir wünschen alles Gute nach Hause, nach Beverly Hills, wo er wohnt, in seinem Ist Haus. Der noch in unserer Zeitzone jetzt eigentlich? Nicht mehr, ne? Beverly Hills? Nee, Tobias, der wohnt nicht mehr in unserer Zeitzone, nee. Oder? Nee, nee. Ja. Der kommt immer rüber gejettet, ja. Für die Sendung. Prost, was trinkst du? Ich muss ein bisschen Tee trinken, ich habe eine harte Nacht hinter mir. Genau. Ja. Ich muss ein bisschen. Das ist ein guter Auftakt, eine harte Nacht, da sprechen wir noch mal ganz kurz einleitend natürlich drüber, denn wir sind sicherlich Fußball interessiert im Speziellen, aber im Allgemeinen natürlich auch Sport interessiert und wenn ein Sport sich dem Fußball zumindest namentlich annähern kann, dann ist es natürlich Football, die einfach den Namen geklaut haben, Etienne Gardet und Nico Baxman. Wir haben alle samt den Super Bowl gestern Nacht geguckt, sind deswegen immens übermüdet. Kurz dazu, wie hat es euch gefallen? Ja, also Ich hätte mit einem anderen Song angefangen. Also du hast wegen der Halbzeitshow eingeschaltet, ne? Wie, was war denn noch? Es gibt ja immer um die Halbzeitshow rum, gibt es ja noch so andere so Ballspielveranstaltungen. Ach, nee, ich wollte schon wissen. Ich war ein bisschen enttäuscht, kein Special Guest bei Rihanna, also war wirklich nur Rihanna. Weißt du, was ich total geil fand, dass alle Leute sich auch bei Social Media darüber, über die lahme Performance und sowas alles aufgeregt haben, bis man dann irgendwann registriert hat, ey, die ist einfach schwanger auf der Bühne im so und so vielen Monat. Ja. Also, was soll die denn da machen? Die hat nur halb live gesungen. Ja. Ich denke, Alter, die Frau klettert da mit ihrem schwangeren Bauch irgendwie auf 30 Meter, schwebt über der Bühne, singt und tanzt und in Deutschland wieder, das ist doch niemals alles live, ey! Ja, genau. Als ob die Frau in 20 Jahren Karriere nicht bewiesen hat, dass sie singen kann, aber vielleicht. Oh, das ist aber eine mittelmäßige Show. Ich denke mir, da schweben einfach 10 nice. Bühnen über. Also einfach das Bühnenbild mit diesen roten Schwebeplattformen, den Tänzern, der geilen Musik. Ich fand das einfach mega nice. Und dann kommt immer so, ja, aber nicht so gut wie letztes Jahr. Ja, so what? Du kannst ja nicht jedes Jahr, seit 50 Jahren oder seit wann es den Super Bowl gibt, jedes Jahr überbieten. Letztes Jahr war super. Und lustig, dann kommt es ja immer, was ist die größte Halftime-Show? Dann wird immer Michael Jackson gesagt, stimmt auch, ne? Aber da stand einfach 2 Minuten und da hat nichts gemacht. Falls die Älteren werden sich erinnern, da haben wir nichts gemacht. So. Hast du sonst noch Fragen zum Super Bowl? Und übrigens, ja, Glückwunsch, Chiefs. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, habt ihr gut gemacht. Gut. Wart ihr Eagles oder Chiefs? Chiefs. Nee, Eagles. Ich habe gedacht, die Chiefs gewinnen, aber ich war für die Eagles. Ich denke, du bist immer Patrick Mahomes-Fan. Nee. Ich bin New York Giants-Fan. Lassen wir das. Lass uns über das einzige. Wer ist über Patrick Mahomes? Fußball. Ist ein Sport, der schon viel älter ist, viel beliebter, viel besser als American Football. Und deswegen werden wir das Thema jetzt auch dementsprechend dorthin leiten. Und wir sprechen über die obere Tabellendrittelsituation, weil normalerweise fangen wir immer mit der unteren Tabellendrittelsituation an und heute wollen wir das aber nicht machen. Warum machen wir das nicht? Ja, weil das Tobias Eschers letzter Wunsch war, bevor er für diese Sendung absagen musste und wer sind wir, dass wir Tobias Escher den allerletzten Wunsch verweigern wollen. Deswegen sprechen wir natürlich erstmal heute ausnahmsweise mal über Bayern München. Ja, okay, nehmen wir Bayern München. Hätte auch BVB sein können. Nehmen wir Bayern München, die haben in der Generalprobe vor dem Champions League Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain, gegen VfL Bochum gespielt. Zu Hause haben sie das getan, 3:0 gewonnen und das wirkte souverän und das wirkte aber auch so ein bisschen wie eine Mannschaft, die weiß, dass sie unter der Woche noch ein Spiel hat, was vielleicht ein bisschen wichtiger ist. Aber man kann sich ja in der derzeitigen Situation auch keine Ausfälle mehr erlauben in der Punkteausbeute. Deswegen würde ich mal sagen, haben sie das relativ souverän erledigt. Ich glaube, das war die große Gefahr, dass man ein Fass aufmacht, wenn man gegen Bochum nicht gewinnt. Also selbst bei einem Unentschieden hätte es Gerede gegeben. Mhm. Und du musstest sozusagen die Hausaufgaben erfüllen, damit es ruhig bleibt vorm Spiel gegen Paris Saint-Germain. Aber es war auch zu keinem Zeitpunkt ein gefährdeter Sieg, muss man sagen. Das war sehr souverän runtergespielt von den Bayern. Bochum hatte wirklich keine Chance, das muss man einfach so sagen. Es war so eigentlich so ein Spiel, wie es eigentlich normalerweise sein sollte, wenn du hörst, Bochum tritt bei den Bayern an. Manchmal gibt es dann diese Spiele, wo dann der Auswärtsverein über sich hinaus wächst, die Bayern irgendwie einen schlechten Tag haben, 27 Torchancen vergeben und dann nimmt der Auswärtsverein was mit. In dem Fall war es aber wirklich einfach so, es war relativ deutlich, Bochum hatte auch kaum Torchancen, wurde komplett in die eigene Hälfte geschoben
gedrückt. Haben es natürlich am Anfang noch lange, fast bis zum Ende der ersten Halbzeit geschafft, ja, dass es ausgeglichen war. Aber die Dominanz war da und es war echt eine Frage der Zeit, bis dann auch irgendwann die Tore fallen. Ja, ansonsten könnte Tobi jetzt was dazu sagen, warum Nagelsmann mit einer Dreierkette hat spielen lassen. Das war so ein bisschen eine Neuerung. Cancelo auf links, was auch ein bisschen, zumindest am Anfang, ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat er dann auf rechts gespielt, aber in der ersten Halbzeit auf links gespielt. Das war auch so ein bisschen neu. Ansonsten, ja, kann ich auch nicht mehr viel zu dem Spiel sagen. War erwartet. Und ich glaube, Bochum kann auch damit leben. Ich finde schön zu sehen, dass Bochum sich da zumindest die ganze Zeit versucht zu wehren und dann halt durch so ein typisches Müller-Tor dann am Ende dann so ein bisschen einknicken muss und danach nicht mehr zurückkommen kann. Aber für Bochum selber ist das, finde ich, also kannst du auf jeden Fall auch auf dem aufbauen, was du da erlebt hast. Du wirst nicht abgeschossen, du mit deinen Mitteln hältst du dagegen. Und ich finde so, Cancelo, ich frage mich, das ist so eine scheiß Waffe, der Typ. So, ich bin da echt noch gespannt, wie sich das in dieser Liga und dann auch auf dem Champions-League-Weg für Bayern entwickeln wird, weil da sind ja noch nicht Automatismen drin und sowas alles, aber du siehst jetzt schon, dass ich nicht so ganz kapiere, warum der nicht mehr für Manchester City interessant ist mit dem, was er da spielt, weil das sind ja einfach 20 Scorer-Punkte in der Rückserie noch gefühlt für mich. Ja, ist wahrscheinlich weniger die sportliche Tauglichkeit als vielleicht andere Dinge, die dazu geführt haben, dass Manchester City ihn dann auch hat gehen lassen. Für Bayern ist es natürlich ein Glücksfall, weil die auch gerade natürlich in der Abwehr Ausfälle haben mit Hernandez zum Beispiel. Pavard war auch lange Zeit unklar, wie das mit dem weitergeht. Der soll wohl wechselwillig sein. Und dann hast du dich auf Außen wirklich hervorragend verstärkt. Er hat natürlich auch seine Stärken, glaube ich, auch eher in der Offensive. Vielleicht ist das mit so einer Dreierkette dann auch gar nicht so schlecht, wenn er dann so ein bisschen offensiver auch spielen kann. Aber in jedem Fall, ja, mal wieder was ausprobiert. Gegen den Bochum konnte man sich das vielleicht erlauben. Ich weiß auch nicht, was das vielleicht für die Champions League bedeutet. Also es würde mich schon ein bisschen verwundern, wenn er jetzt wirklich gesagt hätte, okay, gegen Bochum spielen wir mal die Dreierkette einfach, weil das die bessere Variante gegen diesen Gegner ist. Sondern ich kann mir eher vorstellen, dass er da auch versucht hat, das mal einzuspielen gegen eine Mannschaft, von der er vielleicht glaubt, okay, das, im Zweifel korrigiere ich es zur Halbzeit oder so. Aber vielleicht hat er da noch andere Pläne mit und vielleicht auch gegen Gegner, die ein anderes Kaliber haben. Aber mit Choupo-Moting, Müller, Cancelo, Musiala, Sané und Gnabry startest du doch nicht gegen Manchester, gegen Paris Saint-Germain. Dann wirst du hinten überrannt. Nö, wie kommst du jetzt auf die Namen? Ich mir die Aufstellung vom Wochenende angucke. Mit wem würdest du nicht starten? Mit Gnabry, Sané, Musiala, Cancelo, Müller und Choupo-Moting. Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Das ist die komplette Offensivreise gewesen. Dahinter gab es noch Goretzka und dann drei Innenverteidiger. Ja, gut, Kimmich war gelb-rot gesperrt, muss man dazu sagen. Nee, ich meine von der offensiven Ausrichtung, wenn du das so spielst und jetzt steht auf einmal Mbappé doch wieder im Kader bei PSG, das brauchst du auf jeden Fall mehr. Viererkette spielen. Ja, glaube ich auch. Denke ich auch. Also ich denke auch, Coman wird spielen, wurde geschont, seiner Geschwindigkeit auch. Kimmich kommt natürlich zurück und dann, klar, wird es da ein bisschen defensiveres Potenzial vielleicht auch noch geben bei den Bayern. Ja, jedenfalls sehe ich das auch so wie du. Bochum, die einzige Chance, die man so sieht, ist vielleicht, wenn die mit den schnellen Leuten an wie Ajay vielleicht dann da nochmal irgendwie bei einem Konter oder so gegnerische Abwehr ein bisschen überlaufen können oder so. Aber das ist in dem Fall auch nicht passiert. Und für die Bayern am Ende ein souveräner Pflichtsieg und Bochum hat sich nicht abschießen lassen. Was auch immer komisch klingt, wenn man sagt, damit bin ich dann zufrieden, aber so ist das manchmal. Ne? Ist ja auch mal die Frage des Timings. Wann musst du in München ran? Ne? Wie viel Biss haben sie dann? Und vor einem Achtelfinalspiel gegen PSG ist es vielleicht auch ein ganz günstiger Zeitpunkt. Ja, man muss sagen, das 1-0, das kann man noch mal so ein bisschen raus, kann man natürlich, ich glaube, Janko war es von Bochum, der quasi auflegt für Müller. Ist letzter Mann, will eigentlich zum Torwart spielen. Müller lauert und kriegt den perfekten Pass von Janko in den Lauf und macht das Ding dann rein. Das war sehr unglücklich, weil dann hätten sie vielleicht das 0-0 über die Zeit gerettet, also über die erste Halbzeit. Und dann wäre vielleicht auch so ein bisschen der Druck auf den Bayern noch höher geworden, dass die so sagen, ey, nicht schon wieder unentschieden, die verteidigen das hier gut weg, werden nochmal irgendwie angefeuert, Leute noch 45 Minuten dagegen halten. Aber so steht es dann kurz vor Pause 1-0 und dann, das spielt den Bayern natürlich in die Karten. Da haben sie noch einen Elfmeter gekriegt, den Gnabry, glaube ich, geschossen hat, ne? Ja. Am Ende, genau, da stand es auch schon 2-0. Ja, da gebe ich dir recht, das ist natürlich echt bitter, sowas darf dir natürlich da nicht passieren. Das nutzen die Bayern natürlich dann aus. Aber so bleibt es dabei.
Bayern Tabellenführer, obwohl sie natürlich den schweren Köpenicker Atem im Nacken spüren. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt rüber dann zum Spiel. Weil das war ja das Spitzenspiel eigentlich, Union gegen Leipzig. Ne, wenn das vor 10 Jahren einer gesagt hätte. Union musste auswärts in Leipzig antreten. Leipzig ist auch in Führung gegangen durch ein sehr, sehr schönes Tor von Henrichs, der dem ist also ein kleiner taktischer Kniff vorausgegangen, denn Marco Rose hat Henrichs auf links gestellt, obwohl er Rechtsfuß ist, und Halzenberg auf rechts, obwohl er Linksfuß ist, mit dem ganz bewussten Ziel eben auch, dass die beiden dann jeweils nach innen ziehen können und entweder direkt aufs Tor schießen oder vielleicht auch eine Flanke irgendwie zum Tor spielen können. Und das ging wirklich sehr gut auf mit dem 1-0 durch Henrichs, der wirklich ein schönes Tor, einfach das Ding dann die kurze Ecke geballert hat. Kann man drüber diskutieren, ob Renault den halten muss. Er war auch dran, aber der war auch echt hart geschossen. War das nicht dieser 100-Kilometer-Schuss? Nee, das kam später. Das war, glaube ich, Haberer oder so. Irgendwer. Ah ja, okay. Irgendeiner hat also ich finde, ehrlicherweise, dass bei einem Bundesliga-Torhüter, wenn der so die Hand schon da hat und das Ding geht hier so rüber, also dann ist der Effekt immer da, zu sagen, ja, eigentlich muss er den schon irgendwie haben. Ich weiß nicht, ob die Ballarithmetik dazu führt, dass der ein bisschen flattert oder so. Weil also sonst hat er den doch eigentlich. Weil der ist ja da, die Hand ist da und das Ding wischt hier nur hier rüber. Ja, das war schon ein Strahl, ne? Also. Ja, aber ja, ich sag mal, klar, wenn du als Torwart richtig die Hand hältst, dann knallt er gegen die Hand und ja, du hältst genau ihn. Aber also ja, trotzdem würde ich dem Torwart da jetzt kein Voll, keinen Strick draus ziehen. Dafür war der Schuss einfach echt zu krass. Ja. Aber viel bemerkenswerter ist, dass dann Leipzig nicht das Spiel gemacht hat, sondern Union quasi zurück ins Spiel gekommen ist, gerade in der zweiten Halbzeit, und das Ding noch gedreht hat und spektakulär gewonnen hat. Und das muss man, also jetzt mal, was geht denn da ab? Also es ist mittlerweile wirklich, selbst ein Urs Fischer nach dem Spiel gesagt, naja, also wenn du so lange da oben bist, dann willst du natürlich auch so lange wie möglich da oben bleiben. Was ja logisch ist, dass er das sagt, aber was auch, also man kann sich das schon vorstellen. Ich habe jetzt auch ein Interview oder irgendwo habe ich gelesen, Max Kruse hat so erklärt, wie es so abgeht in Union, meint, es ist ein bisschen vom, wie die Leute untereinander sind, wie der Kreisliga. Es gibt keinen Superstar, keinen Multimillionär, sondern die sitzen alle zusammen. Ach, jetzt ist er nicht mehr da. Weg, ja, ja. Sondern die sitzen da auch zu acht und trinken ihr Bierchen und es ist so eine Kabinenstimmung wie in der Kreisliga, so eine verschworene Truppe. Und ich kann mir das so richtig vorstellen. Und ich glaube, dieser Zusammenhalt, dieses zusammengeschweißte, wir sind jetzt hier oben, ist diese Once-in-a-Lifetime-Chance, die jeder dieser Spieler hat. Ich glaube, das ist letztendlich wirklich, das wird ein Faktor in dieser Runde noch sein, weil die einfach einen unfassbaren Zusammenhalt, ein unglaubliches Selbstbewusstsein haben. Die können ja quasi gar nichts mehr, also sie können natürlich schon verlieren, weil jetzt würde jeder wahrscheinlich auch bei Union sagen, wenn wir nicht mindestens die Champions League schaffen, wäre es schon eine vertane Chance. Ja. Nicht, dass das vor der Saison wäre das natürlich keine Pflicht gewesen, aber wenn du 20 oder 21 Spieltage auf Platz 2 bist, dann willst du natürlich am Ende auch mindestens unter den Top 4 sein. 6 Punkte Vorsprung auf Platz 5, ne? Also das so langsam kommt aber, das an. Aber man muss auch einfach mal sagen, die sind ja auch nicht zu Unrecht da. Die schummeln sich ja nicht von Spiel zu Spiel oder lacken sich dahin oder haben irgendwie Schiri-Glück oder so, sondern die sind einfach gut. Die sind einfach unfassbar schwer in der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, zu besiegen. Und die haben Punkte geholt gegen Dortmund, gegen Leipzig zweimal, glaube ich. Also gegen Bayern haben sie unentschieden gespielt. Also es ist schon krass so, was Urs Fischer da aus dem Verein gemacht hat, ey. Es ist wirklich, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Ja, kann man auch, glaube ich, sein. Und was du natürlich auch wieder bei Union hast, die haben jetzt eine Situation, klar, wenn du einzeln in Führung gehst und dann machst du irgendwie hinten dicht, machst das Union-Ding, kommst vielleicht über Konter oder über Standardsituationen und so weiter. Okay, aber in Leipzig, die ja genau das auch als ihre Stärke sehen, wenn sie einmal führen, diese Führung dann auch souverän verwalten zu können, dann da noch das Spiel zu drehen, das finde ich sensationell. Klar, waren 2 Standardsituationen, das 1:1 durch eine Ecke. Der Ball kam dann zurück an den 16er, Haberer nimmt das Ding Volley und knallt rein. Das war dann, glaube ich, dieser Schuss, den du auch meintest, der die 100-km-Grenze gerissen hat. Und das zweite war ein Handelfmeter, verursacht von Simakan, der ja auch ein bisschen blöd da hingeht, irgendwie nimmt den Arm so und
geht Richtung Ball, war echt ungeschickt. War nicht sein bestes Spiel, habe ihn auch bei Kickbase gekauft. Wahrscheinlich liegt es daran, sorry, Simakan, meine Schuld. Und dann macht Knoche das Ding rein. Was auch wieder so lustig ist, dass Knoche, Robin Knoche schießt da die Elfmeter, so ein Innenverteidiger, der in Wolfsburg nicht zum Zuge kam, knallt dann Elfmeter rein. Das ist also das ist auch anders. Also ich glaube, gibt es noch einen anderen Verein, wo der Innenverteidiger die Elfmeter schießt? Das habe ich auch. Lucio früher, glaube ich. Naldo. Naldo, ja. Also das ist halt, also es zeigt schon, wie wenig Mannschaften, es gibt, wo ein Innenverteidiger der standardmäßige Elfmeterschütze ist. Jedenfalls auch das ist bei Union ein bisschen anders. Und ja, und dann drehen sie das Spiel. Und das ist halt diese Qualität, dass du halt ein Spiel, auch dass du nicht nur dieses, okay, 0-0 und 1-0 und dann komm mal, sondern nee, selbst wenn sie gefordert sind, können sie zurückkommen. Und das auch bei einem Spitzenteam, das war wirklich schon sehr beeindruckend. Und man muss vielleicht eine Szene dann auch nochmal ansprechen, über die wir reden wollen. Und das ist der vermeintliche Ausgleich zum 2-2. Da gab es eine Situation, es kam ein Pass, hoher Ball auf Timo Werner, der im Abseits stand, und der Berliner Verteidiger, ich weiß gerade gar nicht mehr aus dem Kopf, wer das war, nimmt den Ball, will den mit der Hacke spielen. Naja, also der Ball fliegt über ihn, ja, und er will, ohne dass er den Ball sieht, hinter sich den Ball so mit der Hacke, wie wir das im Park halt auch regelmäßig natürlich immer machen, den Ball so quasi dann wieder so zurückspielen. Er trifft den Ball zwar auch, aber nicht richtig, sondern er trifft ihn so irgendwie mit der Seite und der Ball läuft halt so parallel sozusagen zur Torauslinie, nur halt, weiß ich, 30 Meter vom Tor oder so, läuft er lang in den Fuß von Timo Werner. Und der das Ding auch reingemacht hat. Nee, Paulsen hat es dann reingemacht, ne? Paulsen hat das Tor gemacht. Aber das wurde einkassiert, eben wieder wegen dieser Szene, weil die Regel ja besagt, dass nur wenn der Ball kontrolliert gespielt wird, wird das Abseits aufgehoben, in dem sich Timo Werner befand. Dadurch, dass der Schiedsrichter eben gesagt hat, ey, das ist kein kontrolliertes Spielen des Balles, wurde das als aktives Abseits gewertet. Da würde ich gerne mal mit euch drüber sprechen, wie ihr diese Szene bewerten würdet. Ja, das Problem an der Szene ist, dass ich nicht genau weiß, wie die Regelauslegung ist, wenn du kontrolliert spielen willst, aber es nicht schaffst. Weil er wollte kontrolliert spielen, das steht für mich außer Frage. Da bin ich bei auch Marco Rose, der nach dem Spiel gesagt hat, ey, das ist ein Move, der nicht irgendwie unkontrolliert ist, sondern der ähnlich wie ein Fallrückzieher ist auch ein, das wäre ja dann auch unkontrolliert. Also, ne, es ist sicherlich artistisch oder ein bisschen getrickst, aber das war ganz klar gewollt, den Ball hinten, wenn es klappt, sagt jeder, was für ein geiler Techniker, so ungefähr, ja. Also gewollt war es kontrolliert, aber es war nicht kontrolliert, weil er ja den Ball nicht richtig getroffen hat und der Ball deshalb auch überhaupt erst zu Werner kommt. Und deshalb weiß ich nicht, wie die Regelauslegung ist, wenn du etwas kontrolliert machen willst, aber es ist nicht wirklich, er hatte ja nicht wirklich die Kontrolle über den Ball, sonst wäre der Ball da nicht gelandet. Da weiß ich einfach nicht, da muss es ja eine klare Regelauslegung geben, eigentlich, womit man das dann entscheiden kann. Dann darf es da eigentlich gar keinen Streit geben. Aber ich weiß es tatsächlich. Ja, ich weiß, was du meinst. Er versucht ihn, aber das ist halt, weil die Aktion ist ja eigentlich auch so hochrisikobehaftet, dass man gar nicht davon ausgehen kann, dass es immer klappt. So, das heißt, der gewisses Fehlerpotenzial ist in der Aktion ja schon verankert. Ja. Wenn das so einfach wäre, würde es ja jeder machen, so ungefähr. Ich bin nicht so bei Marco Rose, dass ich sagen würde, ja, okay, meine Jungs machen das im Training ständig, weil okay, das kann sein, dass sie es im Training ständig machen, wenn sie so rumschnicken und so weiter, okay. Aber das ist eben keine Wettkampfsituation und da gibt es keine Gegenspieler, das ist was anderes. Und was mich ein bisschen erstaunt hat, ist, ich glaube, die Aktion war gar nicht nötig, weil dahinter ja noch ein Spieler stand von Union. Also also wenn du sagst, okay, ich muss das jetzt so machen, weil ich komme auch anders nicht an den Ball und hinter mir lauert Timo Werner und wenn ich den jetzt nicht irgendwie treffe, dann ist er durch. So, dann finde ich, musst du Abseits auch geben, weil quasi die Positionierung des Stürmers, Timo Werner in dem Fall, hat den Union-Abwehrspieler so unter Druck gesetzt, dass er zu dieser Hochrisikoaktion greifen musste, um zu verhindern, dass er allein aufs Tor läuft. So, und wenn du dann nur mit so einer Hochrisikoaktion den Alleingang verhindern kannst, dann finde ich, muss man das auch als Abseits werten, weil er nimmt ja quasi in Kauf, dass er ihn nicht richtig treffen kann. Er wird ja dazu gezwungen, den so zu spielen. Das kann ihn ja einfach durchlassen. So. Aber dadurch, dass dann auch irgendwie dahinter noch ein Unionsspieler stand, der den Ball, glaube ich, hätte, also vielleicht habe ich das perspektivisch auch falsch in Erinnerung, aber ich meine, da stand noch einer, der den Ball hätte besser spielen können, kontrollierter auch spielen können. Deswegen ist das tatsächlich eine total verzwickte Situation. Und ich kann Marco Rose verstehen, dass er sagt, es kann doch nicht sein. Ich kann aber auch verstehen, weshalb der Schiedsrichter das abpfeift, weil es ist einfach auch kein, der spielt ihn ja nicht kontrolliert, er sieht ja den Ball nicht mal.
So. Ja, ich finde aber, also der Schiri hat ja gesagt, du kannst niemals einen Ball kontrolliert spielen, den du nicht siehst. Finde ich eine komische Aussage. Frag mal Messi oder frag mal Neymar. Also, das ist ja so ein bisschen das, was Marco Rose sagt. Also, kannst du wirklich einen Ball nicht kontrolliert spielen, nur weil du ihn nicht siehst? Das ist eine sehr pauschale Aussage. Und ich glaube, darauf zielt auch so Marco Rose, der sagt, ey, das sind Profis, die ihr ganzes Leben lang tricksen, schnicksen, machen. Sehr wohl können die auch mal hinterm Rücken irgendwie was machen. Sehen wir ja auch oft genug in den Ligen dieser Welt. Das ist ja auch das Schöne. Also, das ist für mich als Argument, finde ich, ein bisschen zu wenig zu sagen, das klappt generell nicht. In der einzelnen Situation hat es nicht geklappt, das stimmt. Das war kein kontrollierter Rückspiel. Wenn der Schiri sagt, ja, also er wollte ihn kontrolliert spielen, aber es hat nicht geklappt. Es war kein kontrolliertes, zu keinem Zeitpunkt hat er wirklich Kontrolle über den Ball, weil es halt auch super schwer ist oder wie auch immer. Aber wenn er den jetzt richtig elegant so runtergeholt hätte, noch nicht mal weggeschossen, sondern so einfach hinten mit der Hacke runtergeholt und nach vorne geholt hätte, hätte jeder gesagt, was für eine Technik, was für eine tolle Technik. Dann wäre es kontrolliert gewesen. So war es einfach nur den Fuß hingehalten, abgeknallt. Aber da finde ich das, was du ganz am Anfang sagst, ja das Entscheidende an der Grunddiskussion. Und da gibt es zwei Meinungen jetzt und so. Aber wann ist das kontrolliert und wann ist das nicht kontrolliert? Ja, wenn der Ball da landet, wo du es dir vorstellst, ist es kontrolliert, oder? Würde ich jetzt als Definition sagen. Weil das ist doch die Definition also, von Kontrolle, dass ich. Aber wenn ich vor dir stehe gerade und ich will dir den Ball jetzt, der liegt auf dem Boden und ich will ihn dir rüberspielen und ich will ihn kontrolliert zu dir spielen und ich spiele ihn aber kontrolliert dahin, weil ich einfach technisch das nicht hingekriegt habe. Also, ist das dann unkontrolliert oder? Du kannst diesen Ball nicht kontrolliert spielen. Also das mag sein, dass das Leute hinkriegen und es mag sein, dass es im Training häufiger klappt als in einer Wettkampfsituation, aber wenn wir jetzt schon klare Position bekennen sollen, dann sage ich, ey, du kannst nicht erwarten, dass ein Spieler mit dem Rücken zum Ball den so kontrolliert mit der Hacke spielt. In Motion auch. Das geht einfach nicht. Ich kann das. Ja, sorry, ich weiß, aber du bist auch von einem anderen Planeten. Ist ja leider jetzt vorbei. So, leider musstest du vor anderthalb Jahren aufgrund deiner Leistungszerrung deine Karriere temporär beenden. War eine Zerrung in der Leistung. Ja. Können wir irgendwann auch nochmal drüber sprechen, machen wir nochmal ein Special. Ja. Aber also ich bin der Meinung, es ist vertretbar, dass man das Abseits dann gibt. Es ist durchaus vertretbar. Ich finde es aber auch nachvollziehbar, dass Marco Rose ein bisschen pisst ist. Wie auch immer, am Ende hat Union gewonnen, auswärts bei Leipzig. Und das ist eigentlich das Spektakel, weil Leipzig dadurch jetzt erstmal gebremst wurde in in der Euphorie. Gut, die haben jetzt in Köln nur unentschieden gespielt, aber davor 3 Siege, unentschieden gegen die Bayern. Also hatten schon so ein bisschen Lauf, sind eigentlich auch gut in die Rückrunde gestartet und dann einfach mal ausgebremst von Union. Und das war, wie gesagt, das war jetzt kein Sieg bei Union. Das war eher sowas, wo wir wahrscheinlich im Vorfeld auch in einer der Sendungen gesagt haben, da wird man sehen, ob Union sich da oben halten kann oder so. Ja, können sie. Können sie halt einfach. Haben einfach mal abgewehrt. Und jetzt zeige ich euch mal hier bei Kicker, gibt's ja immer die letzten 10 Spiele. Ist ja einfach alles grün bei Union. Ist ja einfach fucking alles grün. So, das muss man einfach mal sagen. Die sind, also. Und dann was geht ab? Was macht dieser Urs Fischer? Ja, und dann würde ich gerne mal die Kaderliste, so eine Aufstellung, einfach nochmal in die Kamera halten, wo ich, und das kannst du jede Woche machen, jede Saison, und natürlich werden die alle super, aber so, ich sitze auf dem Tobias Escher Platz, der mir dann jetzt erklärt, warum Geiselmann an der und der Stelle eine hervorragende Saison spielt und deshalb jetzt vollkommen offensichtlich ein super Fußballer, Geiselmann, einfach ein super Fußballer ist, und warum Roussillon ein hervorragendes Element für das System Union Berlin ist und deshalb jetzt garantiert die Rückrunde super spielen wird. In Wolfsburg hat den keinen Schwanz mehr interessiert. Da wollte ihn keiner mehr haben. Und diese Liste ist bei Union Berlin in den letzten 4 Jahren, das sind 20 Namen. So, da sind dann auch auf einmal wieder Kandidaten aufgetaucht, auch aus meiner Werder Bremen-Sicht und so, wo ich gedacht habe, die haben bei uns nichts. Und dann auf einmal spielt der Stamm bei Union Berlin. Vielleicht auch nur über eine Epoche und dann verschwindet er wieder oder so. Aber die kriegen das dahin, immer diese Runde der Namenlosen Jahr für Jahr zu bauen. Ja. Nicht nur das, die müssen ja auch ständig Spieler abgeben. Jetzt ja, haben sie im Winter Ryerson oder Ryerson. Ja. Ne? Dann hatten wir diese Posse um Isco. Ja, ja, ich glaube, die haben es einfach geschafft, dass sie ein System gefunden haben, was größer ist als Einzelteile. Jeder ist ersetzbar in diesem System. Es gibt nicht die Stars, es gibt nicht, oh, der ist ausgefallen. Mhm. Und die haben es eben auch geschafft, dass jeder, der dort in dieses Kollektiv reinkommt, sich eben jenem unterordnet und nicht das Gefühl hat, er ist größer als das Ganze. Die eine Ausnahme war vielleicht Kruse. So, das ist das Einzige, wo du sagst, okay, der ist wirklich herausgestochen. Aber ansonsten, ja, ist das einfach eine Truppe, die auch vielleicht so eine gewisse Bescheidenheit mitbringt, eine gewisse Demut und aber auch, ja, quasi die sich diesem
Leitstrahl quasi anpasst und nicht aus der Reihe tanzt. So. Und das ist einfach, wenn du dir diese Mannschaft anguckst, also das sind alles einfach, glaube ich, richtig unangenehme Spieler auch. Einfach so, die sind einfach unangenehm zu spielen. Auch so ein Behrens da vorne drin. Das ist einfach so eine Kante. Und der kommt aus der zweiten Liga. Und vielleicht ist Union der einzige Verein, wo er Stammspieler ist. Oder vielleicht noch Bochum, irgendwie so, als Hofmann-Alternative oder sowas, ja. Aber ja, ich finde es einfach faszinierend, was die da für ein Kollektiv geschaffen haben, was wirklich austauschbar ist und was einfach eine Identität darstellt. Also, man ist ja auch immer, haben wir immer darüber gesprochen, was ist die Identität Herthas oder sowas, ne? Also, wofür steht der Verein? Und Union hat das so krass geschafft, sich ein Profil herauszuarbeiten. Das ist unheimlich. Das erinnert mich, ist ein bisschen Moneyball-mäßig einfach so. Die haben ein klares Profil an Spielern, die sie sich holen, die irgendwie ein paar Attribute mitbringen müssen und das fügt sich ein, das ist einfach Wahnsinn. Also ich fiebere mittlerweile wirklich mit Union und wahrscheinlich wird es kein Leicester geben oder so. Aber wenn ja, das wäre für mich die, das wäre das Größte. Wenn die nur in Anführungsstrichen Champions League spielen, wäre das schon eine absolute Sensation. Und ehrlich gesagt gönne ich denen das auch. Auf jeden Fall mehr als Leipzig. Und ich muss sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ganz gut ist, dass diese Isco-Nummer nicht geklappt hat. Weil, also weiß man, kann man jetzt ist rein theoretisch, aber irgendwie, wir haben ja gerade über diesen verschworenen Haufen, es gibt keinen Millionär, keinen Superstar und so. Und dann denke ich mir, never change a running system. Es funktioniert so, wie es ist, aus welchen Gründen auch immer. Und man muss auch wirklich nochmal Urs Fischer loben, der irgendwie nie im Rampenlicht steht. Seine erste Station in Deutschland. Und er hat, was er aus Union gemacht hat, ist sensationell. Aber irgendwie ist er so in der Bundesliga so eher so einer der Trainer, die so selten, habe ich das Gefühl, erwähnt werden. Ich, von mir persönlich auch, ich kann ihn auch nicht so richtig einschätzen, was da seine Spielweise ist. Und er ist auch sicherlich keiner der großen Worte oder so eher so ein stillerer Vertreter seiner Zunft. Aber was der aus Union geformt hat, ist wirklich aller Ehren wert. Und die nächsten Spiele, Schalke und dann Topspiel in München. Erster gegen Zweiten dann. Also. Ja, ich weiß gar nicht, ist das. Dazwischen sind die Spiele gegen Ajax Amsterdam. Ich wollte gerade sagen, ist das, das ist auch nach dem Champions League-Spiel, ne? Da sind die Bayern auch gegen PSG. Ich weiß, ist das direkt danach? Jo, ja, ne? Ja, aber also Union spielt ja auch international. Ja, ja, ich weiß, oder? Genau, aber. Ja. Das stimmt. okay, also, wir verlassen Köpenick. Beziehungsweise ist ja eher Leipzig, aber Köpenick hat gewonnen, also ist das jetzt offiziell erobert worden von Köpenick. Also ja, wie die Fans aufgetreten sind, sah es auch so aus, als ob sie es übernommen haben. Ja, nach 15 Minuten zumindest. Sie haben eine 15-minütige Protestaktion gestartet, um gegen die Geschäftsgebaren des Konkurrenten zu protestieren. Und danach waren sie aber voll da und sind auch in der Tabelle weiter voll da. Also ein Punkt hinter den Bayern auf Platz 2. Nico, was wolltest du sagen? Nee, ich war eigentlich nur ein letzter Satz zur Union, der mir total wichtig ist, weil ich daran total gerne mag, dass das die Antithese zu allem ist, worüber man sonst im Fußball redet und was es auch so an Investorengesprächen und an der Vermarktung gibt, dass es ganz in der Mitte wirklich dieses gallische Dorf jetzt schon seit ein paar Jahren gibt, die kontinuierlich so weitermachen. Das finde ich einfach, das ist eine total romantische Geschichte und ich hoffe, die bleibt einfach der Bundesliga ein bisschen erhalten und wird damit vielleicht auch ein Alternativmodell für andere Vereine im Norden, die Weißt du, was sie so unantastbar macht? Union, weil wenn du dir mal anguckst, wenn immer ein Konkurrent erschien, den die Bayern respektierten, ja, dann haben die einfach dafür gesorgt, dass die Mannschaft nicht zusammenbleibt. Und wenn es nicht die Bayern gemacht haben, dann haben es andere gemacht. Keine Mannschaft, die den Bayern jemals gefährlich werden konnte, hat ihre Spieler halten können, ihre Qualität halten können. Aber kommt Union und hat einfach, dann gucken die Bayern, okay, pass auf, wie können wir die kaputt kaufen und stellen fest, kein einziger dieser Spieler interessiert uns eigentlich. Ja. Egal, wen wir da aus diesem System rausnehmen, wir wissen gar nicht, wen soll ich denn jetzt? Soll ich jetzt Behrens kaufen? Also wen kaufe ich denn jetzt? Ja. Das heißt, Rani Khedira? Die sind halt einfach, und das macht sie so unantastbar. So, jetzt haben sie Riasson gekauft, okay, aber da hatte Dortmund auch Probleme. Es war auch so ein bisschen aus einem Kadernotdorf heraus, aber selbst ein Riasson ist ja jetzt nicht der, mit dem der Erfolg Unions steht und fällt. Also auch der ist zu ersetzen. Ja, finde ich so interessant, dass sie so. Kannst Jordan kaufen, der kommt nur von der Bank jetzt. Ja, kannst Jordan kaufen, genau. Das finde ich total lustig. Ja. Ich habe mir vorgestellt, wie Saniamicic da quasi zusammen mit Uli Hoeneß eine Presse und eine Videokonferenz hat, um mal durchzugehen. Wir müssen Union Berlin irgendwie unten halten. Und sitzen sie, gucken sich den Kader an und sagen, wer ist das?
So in der Art wird das vermutlich passieren. So, wir machen mal eine klitzekleine Unterbrechung. Einen ganz kleinen Spot für euch zum Anschauen und dann sind wir gleich wieder zurück. Hey du. 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 Ja. Du. Und du. Und du. Auch. Und du auch. Ja. Du. Muss ich schon ablesen, ist peinlich. Danke. 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 Dankeschön. Vielen Dank. Gracias. Wir alle von den Rocket Beans wollten uns bei dir bedanken. Denn dank deiner Unterstützung können wir das machen, was uns wirklich Spaß macht. Und das ist, dir Spaß zu machen. Ja, recht herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Wirklich, danke. Merci. Spasiba. Arigato. Efratistopoli. Was willst du, was ich sage? Vielen Dank. Auch von uns. Und von uns. Und von uns. Vielen herzlichen Dank. Danke, Mann. Danke. Vielen Dank, dass du... Du? Ja, du im RBSC bist. Vielen Dank, dass du im RBSC bist. Kann man ja ruhig mal sagen, ne? Gehört sich so. Danke. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu Bundesliga. Es geht weiter. Wir sprechen natürlich immer noch über die Tabellenspitze. Und wenn man das tut, dann kann man einen Verein nicht auslassen, der seit vielen, vielen Jahren dort die Bundesliga bereichert, sich in der Spitze festgesetzt hat. Die Rede ist natürlich von Werder Bremen. Und sie haben gegen Borussia Dortmund gespielt. Haben in einem umkämpften Spitzenspiel 2:0 verloren. Und wir haben hier einen Experten zu diesem Spiel und zu diesem Verein im Allgemeinen. Nico Backspin. Etienne Gade. Ja. Es ist also folgendermaßen gelaufen. Füllkrug mit Kopfballverlängerung auf Duxch, Rückenlage drüber. Mhm. Okay. Äußerst ärgerlich übrigens. Ja. Mhm. Ärgerlich. Weil das wäre das 1-1 gewesen und dann hätten wir sie gehabt. Aber Dortmund zu stark für das ein sehr gut aufgelegter Julian Brandt, der nicht zu stoppen war von den Veteranern. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe die Zusammenfassung gesehen. Ja. Aber ich habe gesehen, Pavlenka hat stark gehalten. Das ist auch mal wieder eine gute Nachricht. Soll ich übernehmen? Nee, ich fange mal an. Ich will ein bisschen ausholen, weil ich hab ja diesen Raum. Der Tobias Escher ist nicht da. So, das heißt, ich kann jetzt einfach mal eine halbe Stunde über Werder Bremen reden, was ich sonst nicht machen darf. Nein. Aber weißt du, was ganz geil war in dem Spiel? Du gehst rein als Werder-Fan und denkst dir, ja, verlierst du halt, ist okay, weil es ist eigentlich logisch, dass du es verlierst, weil die sind tick besser. Nein, 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 nein. Ich hoffe, die Kabinenansprache vom Trainer war eine andere. Ja, nein, aber weil, als Fan, weil dieses 3:2 aus dem Hinspiel, das kann dir niemand mehr nehmen für die nächsten Jahre. Das war einfach großartig. Trotzdem, finde ich, hat Bremen das über weite Strecken gut gemacht, hat gegengehalten, hat Druckphasen von Dortmund ausgehalten, hat selber sich in Position gebracht, kann eigentlich ausgleichen, verliert aber am Ende, finde ich, total verdient durch einfach ein bisschen mehr individuelle Klasse, durch dann auch, dass Pavlenka nicht 100 von 100 halten kann, so durch so Kleinigkeiten, und Füllkrug bringt es dann ehrlicherweise auf den Punkt mit, da haben wir uns ein bisschen die Grenzen aufgezeigt, und das ist auch cool so. Das, natürlich, du verlierst nicht gerne ein Spiel, das ist vollkommen klar, und das ist das, was du hier sagen willst, Etienne, aber nochmal, dieses 3:2-Spiel war so, wir haben 3 Punkte gegen Dortmund geholt diese Saison, in der Aufstiegssaison, ja. Insofern in der Gesamtrechnung ist cool. Hier war es ein kleines bisschen ärgerlich, aber nicht unverdient, dass du es verlierst. Also ich schließe mich da Eddie an. Ich finde, man kann sich jetzt nicht noch den Lorbeerkranz der Hinrunde aufsetzen, und der ist schon braun und verfault und man hat ihn immer noch auf und sagt so, hier, guck mal. Aber Einspruch hören, es geht ja nicht darum, wie die Fußballmannschaft Werder Bremen in ein Spiel geht, sondern wie ich ganz persönlich emotional in dieses Spiel gehe. Ja, aber ich möchte gerne dieses Spiel besprechen, und da reicht es mir nicht, wenn du mir sagst, ey, ist mir eigentlich egal, ob wir verloren haben, weil wir haben im Hinspiel gewonnen. Dann können wir gerne nochmal irgendwie auf kicker.de gehen und im Spieltag zurückscrollen. Spieltag, was war das? 3 oder was? 4? Und gucken uns nochmal das 3:2 an und reden nochmal darüber. Ab 89. Minute. Ab 89. Minute auch nur. Oder wir gucken uns jetzt mal das Spiel an und schauen mal, wie es denn passiert konnte, dass Dortmund in Bremen gewonnen hat. Weil ich glaube nämlich, dass die Mannschaft, anders als du, sich nicht auf den Rücken legt und sagt, mir doch egal, wenn ihr gewinnt, wir haben ja schließlich auch schon mal gewonnen, sondern die wollten ja sicherlich auch am Ende des Tages das Spiel eben nicht herschenken. Wie ist es denn? Meinst du wirklich? Ja, bist du dir da wirklich sicher? Meine. Und
Ich finde, dass Dortmund das Spiel verdient gewonnen hat. Genau. Blick in die Statistik verrät uns 18:9 Torschüsse. Sagt noch nichts über die Qualität der Torschüsse aus, aber zeigt zumindest, dass die Aktivität dann zum Tor hin doch bei Dortmund vielleicht ein bisschen höher gewesen ist als bei Bremen. Bei Dortmund muss man sagen, Moukoko war wieder in der Startformation. Da gab es ja auch so ein bisschen Unzufriedenheit, seit Haller fit ist. Ist Moukoko so ein bisschen ins zweite Glied gerückt. Ne? Also ist ja für ihn auch saisonbiografisch betrachtet so gewesen, dass Modeste erst gesetzt war und dann hat Moukoko ihn verdrängt und hat seine Sache eigentlich auch ganz gut gemacht. Und dann kam Haller zurück und jetzt ist er eben wieder auf der Bank, was vielleicht auch gar nicht so leicht ist für den Jungen. Und jetzt durfte er erstmal wieder starten und hat sich dann direkt nach 29 Minuten verletzt, was für ihn persönlich, glaube ich, echt sehr, sehr unglücklich ist. Und für die Mannschaft weiß ich jetzt gar nicht, ob das so eine Riesenschwächung war, wenn du einen Haller einwechseln kannst. In jedem Fall ist für mich, und das hast du, glaube ich, auch gerade gesagt, der überragende Mann bei Dortmund Julian Brandt gewesen, der im Prinzip schon die ganzen letzten Wochen, aber vielleicht auch sogar die ganze Saison überrascht, weil er eigentlich schon ein Spieler ist, der als Enttäuschung abgestempelt wurde. Er kam damals aus Leverkusen mit großen Vorschusslorbeeren, hat, glaube ich, auch die Fritz-Walter-Medaille in Gold damals gewonnen in seinem Jahrgang. Also ihm wurde schon früh eine große Karriere prophezeit und in Leverkusen lief das ja auch alles gut an und den nächsten Schritt wollte er in Dortmund machen. Ich glaube fast, er hätte auch andere Optionen gehabt, kann ich mir vorstellen, zu der Zeit, vielleicht noch ein Regal höher sogar. Deswegen war es fast ein bisschen überraschend, dass er sich damals für Dortmund entschieden hat. So war mein persönliches Gefühl. Und hat aber in Dortmund nie wirklich überzeugen können, war nie wirklich unangefochten gesetzt, war sehr fehleranfällig, hat ein sehr risikobehaftetes Spiel und jetzt ist im Prinzip kurz vor Vertragsende das erste Jahr, wo man denkt, wow, der ist wirklich eine Säule, der ist da wirklich angekommen und nicht nur das 2:0, was er geschossen hat, was ja einfach auch echt stark gemacht war von ihm, im ganzen Spiel im Prinzip hat er einfach eine gute Leistung gebracht und das ist eine sehr schöne Entwicklung für ihn. Ja, ich glaube, also ich stecke nicht so tief drin, aber ich mochte Julian Brandt eigentlich schon immer als Spieler, auch schon als er in Leverkusen gespielt hat. Ich glaube, in Dortmund einerseits hat er auch Verletzungspech gehabt, glaube ich, aber wurde halt auch, war immer so ein bisschen der Spieler, der rumgeschoben wurde für andere Spieler. Also man sieht es auch tatsächlich, in dieser Saison passiert es auch immer noch, dass Julian Brandt mal spielt er auf der 8, mal spielt er rechts, mal spielt er zentral hinter den Spitzen. Dieses Mal ist er auf links gestartet. Ist natürlich auch seine Stärke, dass er so polyvalent, wie es so schön heißt, einsetzbar ist. Aber ich glaube, er fühlt sich in der Offensive deutlich wohler, wenn er nicht so viel Defensivaufgaben machen muss. Da kann er seine Kreativität und seine Dribbelstärke, auch sein Auge für den Mitspieler kann er da besser einbringen. Aber er ist einfach in guter Form. Das muss man einfach sagen, er ist wirklich in guter Form und Terzic lässt ihn auch spielen. Er ist eigentlich einer der wenigen, die momentan die ganze Zeit gesetzt sind, außer, ja gut, Bellingham natürlich noch. Ein weiterer Spieler, bei dem das ähnlich so ein bisschen ist, ist auch Emre Can, der auch seit der Rückrunde mindestens gesetzt ist, Dahoud sogar teilweise aus dem Kader verdrängt. Das hätte man auch nicht gedacht. Man hatte das Gefühl, so die suchen schon im Winter, suchen sie eigentlich schon einen Abnehmer, wenn da jemand gefragt hätte, angeklopft hätte für Emre Can. Hätte ich mir vorstellen können, dass der auch wechselt, so, weil das lief die letzten anderthalb Jahre nicht blendend für ihn, aber hat sich jetzt da durchgesetzt und war auch in diesem Spiel wieder, finde ich, sehr stark. Und spricht aber eben dann auch für den Kader. Also ich meine, Moukoko hat sich jetzt verletzt, aber dann wechseln ja halt in der 30 Minuten Haller ein und dann immer noch Modest auf der Bank sitzen und noch von den kleinen wuseligen Spielern wie Adeyemi oder Malen oder so rede ich jetzt mal gar nicht, sondern nur so, ne, klassische Stürmer. Also ist schon, habe ich auch schon mal gesagt, also ich finde die Bank vom BVB überragend besetzt, wenn alle fit sind. Das sagt ja auch schon was aus, wenn Spieler wie Dahoud, der wahrscheinlich 80% der Bundesliga-Vereine verstärken würde. Ich würde ihn nehmen bei der Eintracht, ganz ehrlich, Grüße gehen raus. Wenn der einfach noch teilweise nicht mal im Kader landet beim BVB. Und wir bashen immer den BVB, weil sie nicht konstant sind und so weiter, habe ich auch schon mal gesagt. Aber wenn wir auf die Tabelle gucken, 3 Punkte hinter den Bayern. Die sind nicht so im Fokus wie Union, weil die Story bei Union natürlich die spektakulärere ist. Bei Dortmund erwartet man ja eigentlich, dass sie der Verfolger sind. Aber naja, also man kann ja Dortmund hier, wenn man auf die Tabelle guckt, auch nicht aus dem Titelrennen rausrechnen, sondern das ist lange nicht so spannend gewesen. Und ich finde es erstmal bemerkenswert, weil das irgendwie auch in meinem eigenen Mindset ist, ist der BVB gar nicht. Dass der gar nicht so eine geile Megasaison spielt. Und am Ende, stellt euch vor, die werden deutscher Meister und keiner merkt's.
Ja, also das ist auch super. Wir haben zum ersten Mal, zumindest Stand jetzt, ein Titelrennen, welches den Namen auch verdient, weil Union und Dortmund innerhalb einer 3-Punkte-Differenz liegen. Was kann natürlich jeden Spieltag wieder anders sein. Ich weiß auch, es ist nicht lange her, da war Dortmund irgendwie Fünfter oder sowas. Ja, jetzt sind sie Zweiter, also das kann sich auch relativ schnell bewegen. Aber ich bin auch bei dir, das ist nämlich genau das, was immer wieder auch gesagt wurde, dass sie gegen die kleineren Gegner, die sich dann oft hinten reinstellen und sagen, ja, hier Dortmund, hier ist der Ball, mach mal, sich sehr, sehr schwer getan haben, dort Lücken zu finden und sind dann in Konter gelaufen, haben oft unentschieden gespielt. Jetzt haben sie eigentlich, ich glaube, es ist ein Unentschieden in der Saison. Entweder sie verlieren oder sie gewinnen. So, das ist natürlich jetzt für die Punkteausbeute nicht das Schlechteste, weil du beim Sieg 3 Punkte kriegst. Aber das ist so ein bisschen anders. Also zumindest in den letzten Wochen, auch wenn es oftmals, oder also jetzt nicht immer super souverän war, aber jedenfalls holen sie diese Punkte und das lässt aufhorchen. Sie müssen natürlich nur noch gegen diese großen Gegner auch gewinnen. Also das, was Union nämlich schafft, mal in Leipzig zu gewinnen und so weiter, das müssen sie natürlich dann auch noch machen. Und dann ist absolut mit Dortmund zu rechnen. Dann sind sie aber natürlich immer noch auf die Gnade der Bayern angewiesen, weil, seien wir ehrlich, die Qualität individuell und in der Breite vermutlich auch ist bei Bayern mit Abstand die höchste. Aber wenn sie dann mal schwächeln, dann kann Dortmund da sein und was man auch mal sagen muss, was die Verletzten angeht, Reus ist jetzt zurück, aber auch zum Beispiel Bino Gittens, der immer als Joker auch reinkommt und auch immer für Torgefahr sorgt. Wenn du jetzt zum Beispiel, Reyna in dem Fall fand ich, hat überhaupt kein gutes Spiel gemacht, hat mir gar nicht gut gefallen. Und wenn du dann die Option hast, okay, du bringst einen Bino Gittens für einen Reyna rein und der bringt nochmal richtig Schwung und Qualität mit von der Bank, das ist natürlich dann ein Unterschied, so, weil du kannst dann auch, wenn jemand mal ein schlechtes Spiel hat, du kannst es kompensieren. So, du musst den nicht durchspielen lassen oder wechselst jemanden ein, der nicht die Qualität hat. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass bei Dortmund mal nicht die halbe Mannschaft verletzt ist. Mhm. Ich finde ganz interessant, dass ihr ja, weil ihr eben gerade auf die Tabelle gezeigt habt, dass die halt schon 6 Spiele verloren haben. Und ja. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum das die Wahrnehmung von Dortmund nicht so ist, wie wir sind im Titelrennen dabei, sie haben halt 6 Spiele verloren. Aber sie haben auch die meisten gewonnen. Das heißt, sie sammeln die Punkte da, wo sie, sie brauchen. Deswegen finde ich gerade die, was ihr jetzt eben zusammengefasst habt, die Situation, in der sich Dortmund im Moment befindet, für die Rest der Saison richtig spannend. Denn dieses Spiel, um jetzt nochmal einen halben ernsten Satz dazu zu sagen, hat halt auch wirklich gezeigt, dass die von dem doch recht ambitionierten Bremen, dass das ja schon auch keine Angst vor irgendjemandem hat, diese Saison offensichtlich, nicht aus der Ruhe haben bringen lassen. Und ich würde sagen, in anderer Konstellation hätte Bremen vielleicht noch mehr rausholen können, aber da war einfach nichts wirklich zu holen, weil du auch Dortmund angemerkt hast, dass das eine riesen Konstante war, die da auf dem Platz stand die ganze Zeit. Ich hatte die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass Bremen die irgendwie aus der Ruhe kriegt, auch wenn es mal gefährlich oder brenzlig wurde und so. Und ich finde, das ist ein entscheidendes Element, das Dortmund in der Vergangenheit immer wieder gefehlt hat. Und deswegen fand ich den Auftritt spannend und wer weiß. Also, du sprichst von der Qualität, wenn wir davon sprechen, oder der individuellen Qualität, brauchen wir nicht von Union Berlin zu reden. Und ich glaube, das ist das Spannende an dieser Saison, weil es diese Saison um mehr geht als um individuelle Qualität. Und deswegen finde ich das spannend, wenn wir da 3 Mannschaften haben, die unterschiedlicher nicht sein können und gemeinsam noch ein bisschen Aufstieg im Bund- und Meisterschaftskampf machen. Und schön, wenn Dortmund dabei ist. Dabei ist Dortmund auch in der Champions League. Am Mittwoch geht's gegen Chelsea. Die haben irgendwas mit 600 noch was Millionen ausgegeben und damit mehr als die gesamte Bundesliga. Was irre ist, brauchen wir, glaube ich, über Financial Fair Play oder Wettbewerbs. Sicher ist 600, ich glaube, es waren 300 Millionen. 600. Ja, 600? Mehr als die Bundesliga. 300 Schmeihundert, ist doch egal. Ja, auf jeden Fall viel. Also, man hat ja damals, oder ich habe gedacht, okay, als da Chelsea verkauft wurde von Abramovic, dass eventuell jetzt auch vielleicht da ein bisschen mehr Rationalität Einzug hält. Ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das so krass eskaliert. So, dass, weil das, ich weiß gar nicht genau, wer da jetzt hinter steckt, aber so, es war jetzt, ist irgendwie nicht Newcastle-like, wo du sagst, okay, da, es kommt jetzt Saudi-Arabien und pumpt einfach mal Geld ohne Ende rein, bar jeder Vernunft oder so. Aber das ist das, was in Chelsea gerade passiert. Die kaufen eigentlich alles. Und vor allen Dingen für viel Geld. Für viel Geld. Und die haben ja auch davor schon so krass investiert. Die haben Enzo Fernandes für 121 Millionen gekauft. Aus Lissabon geholt, genau, dann haben sie 121 Millionen. Ja, das ist einfach total. Ja, fuck. Und sie haben ja auch davor schon, also die Transferphase dann, als auch in Havertz kam und in Werner kam und so weiter, da haben sie ja auch investiert. Also Ziyech kam aus Amsterdam und so weiter. Ja, und trotzdem ist in Chelsea jetzt nicht irgendwie sportlich das direkt zu erkennen. Sie haben ja auch noch Yarmouk, richtig ausgesprochen, aus der Ukraine
geholt, auch für 70. War es 70? Ja, aber plus X mit Sicherheit. Also der auch hoch veranlagt ist. Irre. Jedenfalls gegen Chelsea spielt Dortmund eben am Mittwoch in der Champions League. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich dort schlagen werden. Ich sehe sie nicht chancenlos. Auch wenn natürlich rein auf dem Blatt Papier des Geldes es nicht chancengleich ist, dieses Duell. Aber ich bin sehr gespannt, wie sie sich da schlagen werden. Brighton hat 65 Millionen für den Cucurella bekommen. Ja, wir werden gleich das sind Preise, holla die Walsche. Wenn wir durch sind mit der Bundesliga-Besprechung, dann werden wir uns auch gleich nochmal dem Thema Investitionen in die Bundesliga widmen. Da gibt es einige Ansätze, die wir gleich nochmal besprechen. Bevor es soweit ist, lass uns mal einfach wieder so ein bisschen auf den Platz zurückkehren. Also Bremen, Nico verliert zu Hause erwartungsgemäß 2:0 gegen Dortmund, zumindest wenn es nach deinen Erwartungshaltung geht. Und wir galoppieren mal in der Tabelle weiter bergab. Wir fallen so richtig runter. Jede Stufe nehmen wir mit auf dem Weg nach unten. Sind jetzt in Freiburg angekommen und die haben zu Hause gespielt gegen Stuttgart. Da hätte ich natürlich jetzt gerne Noah dabei gehabt, aber der schläft natürlich bis 14 Uhr, wie das so für junge Leute ist. Und der wäre sicherlich sehr frustriert gewesen, denn Stuttgart ist in Führung gegangen in Freiburg, hat das lange Zeit, finde ich, gut gemacht. Und dann ging es dann irgendwann dahin. Wir haben zwar in der 50. Minute dann noch das annullierte Doan-Tor gehabt, was nochmal Glück gewesen ist für Stuttgart. Aber dann gab es den Foul-Elfmeter in der 60. Minute von Zagadou verursacht. Das war auch ein bisschen unglücklich, ein bisschen plump. Mhm. Den hat Grifo dann reingemacht. Und dann hatten wir in der 84. Minute den nächsten Foul-Elfmeter wieder von Grifo verwandelt. Also zwei Elfmeter, die am Ende dann zur Niederlage geführt haben. Und als wenn das nicht genug gewesen wäre, gab es dann irgendwann in der 90. Minute oder so noch eine Freistoßsituation, die Sosa an die Latte knallt. Also das war wirklich ärgerlich auf jeden Fall für Stuttgart. Zagadou hat auf jeden Fall zweite Halbzeit untergebraucht, abgehakt. Mhm. Ich wollte alles ein bisschen, wenn er unglücklich war. Ja. Auf dem Papier ist es natürlich schon ein Favoritensieg. So, ich finde, bei Stuttgart merkt man aber, und das korrigiert mich, aber ich habe die ganze Zeit auf, egal da, wo sie stehen, die ganze Zeit immer das Gefühl, dass das immer sehr viel mit Unglück zu tun hat und sehr viel nicht so gut funktioniert bei denen, was vielleicht in der letzten Saison Richtung Klassenerhalt dann noch auf jeden Fall immer so sich ein bisschen pendelmäßig Richtung jetzt geht er mal rein orientiert hat, gehen sie jetzt gerade nicht rein. Und wenn jetzt sogar die Konkurrenz anfängt zu funken, siehst du ja, jetzt wird es langsam so richtig eng. Deswegen, der pessimistische Noah hätte uns jetzt ganz gut getan, um uns zu erzählen, warum, also ne, ich rede über ein Spiel, er redet dann immer gleich über eine ganze Saison, die quasi jetzt den Bach runtergeht. Ja, du musst halt aus Stuttgarter Sicht einfach irgendwann anfangen zu punkten. Das ist ja das, was wir immer wieder sagen, was natürlich jetzt auch irgendwie so ein bisschen phrasig ist, aber am Ende des Tages ist es das. Und du brauchst da auch ein bisschen Matchglück für. Und du musst vor allen Dingen auch aufpassen, dass du dann nicht irgendwann den Glauben an dich selbst verlierst. Weil sie haben halt auch diese Karte Trainerwechsel zum Beispiel schon gezogen. Und wenn du dann eben siehst, andere ziehen davon und du selbst kommst nicht vom Fleck, das macht ja auch irgendwas mit dir, wenn du Woche für Woche diese Nackenschläge kassierst. Die müssen dringend mal ein, zwei Spiele gewinnen, denke ich. Insbesondere auch, was du gerade sagst, die Tabellenkonstellation. Also wir haben jetzt Hertha, die gewonnen haben. Gut, Hoffenheim und Bochum nicht, aber trotzdem sind sie jetzt auf Platz 17, auf einem direkten Abstiegsplatz und auch nur 4 Punkte übrigens vor Schalke. Ja. Ne, also, das ist der nächste Gegner, also was du gerade gesagt hast, nee, der übernächste Gegner, ja, genau. Ist vollkommen richtig. Die nächsten zwei Spiele gegen Köln zu Hause und auswärts auf Schalke, die sind richtungsweisend für Stuttgart, ob man auch den Anschluss noch nach oben hält und auch ne, so noch mehrere andere Vereine mit reinzieht, aber wenn jetzt diese beiden Spiele auch wieder ergebnistechnisch keine Punkte kommen, eigentlich musst du da mindestens eins von gewinnen. Eigentlich würde ich sagen, 4 Punkte aus 2 Spielen holen, weil unentschieden gegen Köln zu Hause sollte drin sein und ein Sieg gegen Schalke müsstest du eigentlich, oder umgekehrt, unentschieden in Schalke, Sieg gegen Köln zu Hause, wie auch immer, 4 Punkte muss eigentlich die Devise sein. Wenn das nicht klappt, dann ist ganz schön Druck auf dem Kessel in Stuttgart. Schalke Stuttgart wird, was das Nervenkostüm angeht, ein richtig, richtig spannendes Spiel, glaube ich. Ja. Weil die ja viel ganz gut machen, gerade dafür, wo sie stehen, also die Schalker. So. Und die ja fast näher ranrücken an Stuttgart, als dass Stuttgart sich aus dem Keller verabschieden kann. Mhm. Gleich, auf jeden Fall über Schalke, ja, genau, auch gleich nochmal, genau. Kurz noch bei. Ja, genau, das war nur ein kurzer Gedanke. Ja. So, aber das Papier macht es auf jeden Fall nicht einfacher. Ne? Du musst jetzt gegen Köln gewinnen, ansonsten
Und jetzt mache ich keinen doofen Witz, Nico. Keinen doofen Witz. wie du schon gesagt hast, sonst wird es mit den Terminen danach gegen Bayern und Frankfurt und Wolfsburg halt nicht einfacher danach. Also da Punkte zu holen, wäre auf jeden Fall die falsche Planung. Ja, Freiburg muss man sagen, das war mal wieder nötig, weil sie in der Liga dann doch so ein bisschen haben abreißen lassen müssen. Sie haben gegen Dortmund verloren, gegen Frankfurt unentschieden, gegen Wolfsburg hatten sie verloren, zwischendurch mal gegen Augsburg gewonnen. Aber wenn du halt sagst, okay, du möchtest da oben mitmischen und eventuell auch mal, ja, Christian Streich, Meister des Understatements, aber vielleicht dann auch mal die Champions League nochmal erreichen, dann kannst du dir eben auch nicht zu viele Unentschieden und Niederlagen erlauben und insbesondere nicht zu Hause gegen den Abstiegskandidaten. Das sind die Spiele, die du gewinnen musst, wenn du mal eine Überraschungssaison haben möchtest und die Chance vielleicht auf so einen Jahrhunderttriumph wie den Champions League-Einzug am Leben halten möchtest, dann muss Freiburg diese Spiele einfach gewinnen. Das haben sie gemacht. Und somit bleiben sie auf Platz 4. Aber es ist natürlich in der Tabelle sehr, sehr eng, auch für Freiburg. Ja, die müssen wieder so ein bisschen, also zu Beginn der Saison waren die so erfrischend und haben auch wirklich bam, bam, bam. Jetzt quälen die sich so ein bisschen durch. Also diese Leichtigkeit bei Freiburg, finde ich, ist so ein bisschen abhanden gekommen. Ja, man sieht aber auch an der Tordifferenz, dass sie da oben nichts zu suchen haben. Plus eins, ja. Das ist einfach Also sie gewinnen zu Hause, verlieren auswärts. Wenn du so du mal weitermachst, dann landest du halt nicht auf Platz 4. Bomb. Statements. Also auch die Auswärtsschwäche meinst du, wird ihnen zum Verhängnis. Ja. Hm. Vielleicht ist auch nur eine Phase. Vielleicht kehren sie auch wieder zurück zur Stabilität, die sie jetzt Saison das auch, ey, da ich finde ehrlicherweise, die Konstellationen sind ganz spannend, weil jetzt geht's nach Bochum. Und Bochum hat keine Angst vor irgendjemandem, wenn es ins Ruhrstadion geht oder wie das jetzt da heißt. So. Hm. Und Freiburg, also das klingt jetzt für mich nicht nach einem Freiburg-Sieg für das nächste Wochenende gegen Bochum. So. Zumindest nicht nach einem Selbstverständlichen. Ja, genau. Wie das dann am Ende abläuft. Kann man ja auch mal schwer vorhersagen, aber klar, ich bin bei dir, das ist jetzt nicht so, dass man denkt, wow, da spielt der Tabellen-15. Gegen den Tabellen-4. Das ist eine klare Sache. Das Gefühl habe ich nämlich auch nicht tatsächlich. Gut, also Freiburg, Platz 4. Noch? Fragezeichen? Wir werden sehen. Denn in Freiburgs Nacken lauert Leipzig, über die haben wir schon gesprochen, die haben verloren, weshalb überhaupt der Tabellenwechsel zustande gekommen ist. Freiburg war vor dem Spieltag auf Platz 5, muss man auch so sagen, jetzt sind sie wieder auf Platz 4, weil eben Leipzig ja, wie besprochen, zu Hause gegen Union gepatzt hat. Und wenn wir schon über Patzer sprechen, dann reden wir natürlich über den nächsten Patzer eines Spitzenteams. Frankfurt verliert in Köln und zwar relativ deutlich vom Ergebnis her 3-0. War es denn auch so deutlich im Spiel? Also zumindest geht das Ergebnis in Ordnung. Also die Niederlage, weil die Eintracht echt schlecht war. Aber es ist immer die Frage, bist du schlecht oder sind die Gegner gut? Köln hat es meiner Meinung nach sehr gut gemacht, standen defensiv sehr stabil, waren einfach bissiger in den Zweikämpfen. Das war so ein klassisches Spiel, was leider immer noch alle paar Wochen dann eben bei der Eintracht gibt. So dieses, wo ich immer sage, das fehlt eben noch zu einem absoluten Spitzenteam, so dass du auch mal so ein Spiel, wenn auch mal dass du das irgendwie nicht nach Hause holst, so. So, sowas holt ein Union in dieser Saison, auch wenn die nicht die viel bessere Mannschaft, sowas holen die irgendwie dann, trotzdem holen die dann da die Punkte. Und bei der Eintracht, die haben echt gut angefangen, ersten 20 Minuten, Riesentorschance, Mouani, der dann so eine Sekunde zu lang zögert, dann ist der Ball weg, dann Lindström setzt sich einmal durch, spielt den Pass ein bisschen zu fest in den Rücken von Mouani. Und anstatt dass es dann irgendwie, dass man sich belohnt und in Führung geht und dann das Spiel auch ein anderes wird, gerät man dann durch einen Standard in Rückstand. Dann bei eigenem Standard wirst du wie in FIFA, in bester FIFA-Manier ausgekontert. Da sieht man aber auch den Unterschied. Also ne, es gab eine ähnliche Situation bei der Flanke von Kainz, beim 1-0, der eine super scharfe kurze Ecke dann reinmacht in den Raum. Eintracht macht mehr oder weniger das Gleiche auf der anderen Seite, nur Boré kriegt den Ball nicht hoch, landet irgendwie komisch im Strafraum und dann direkt in einem Konter steht es 2-0, dann nochmal ein Standard und dann steht es 3-0, dann verlierst du das Ding. Aber ich fand Köln auf eine gewisse Art und Weise schon beeindruckend. Es wundert mich immer, wenn ich dann auf die Tabelle gucke und sehe, dass die, ja, jetzt so weit unten sind sie ja nicht, aber so nur im grauen Mittelfeld so rumdümpeln, weil ich fand die echt gut. Also so, ich fand die super unangenehm zu bespielen, super schwer. Also die haben eine Körperlichkeit und eine Dynamik, die gerade so Vereinen wie der Eintracht, wo du halt merkst, dass da auch so eine gewisse Körperlichkeit fehlt. Ne? Du hast zwar viele schnelle, drahtige Spieler, du hast Mouani, du hast einen Lindström, auch einen Götze, Kamada, so, aber das sind alles keine
ne, wenn da ein Jakic und ein Smolcic zum Beispiel spielen, deshalb finde ich, hätte man bei Oliver Glasner, wo man ja auch im Vorfeld drüber diskutiert hat, und er das auch gesagt hat, er weiß, was einen erwartet in Köln, hat mich so ein bisschen gewundert, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr auf Körperlichkeit gesetzt, das war jetzt nicht das ideale Spiel für einen Kamada zum Beispiel, der auch völlig abgetaucht war, hätte man noch mal einen Jakic in der Defensive oder Rode von Anfang an gebracht, um da ein bisschen mehr körperliche Brisanz gegenzuhalten, aber so hat uns Köln eigentlich den Schneid abgekocht, also wirklich abgekocht so, ne? Die haben uns den Spaß nach 20 Minuten am Fußball genommen, waren bissiger in den Zweikämpfen, standen immer auf dem Fuß. Wenn wir mal vorbei sind, gab es halt ein kleines Foul oder so, dann war und dann immer schön die Konter, dann das 1-0 den perfekt in die Karten gespielt und dann ist der Eintracht auch nicht mehr viel eingefallen und das hat Köln einfach gut gemacht. Die Eintracht war nicht gut. Ja, insofern geht dieses 3-0 auch in der Höhe, finde ich, in Ordnung. Und ja, natürlich nervt's, aber für mich ist jetzt vor allen Dingen interessant die Reaktion, weil das sind immer so Spiele, die haben jetzt seit Oktober nicht verloren, die Eintracht, dass irgendwann mal wieder ein Spiel dabei ist, wo du verlierst und nicht in Topform bist oder Muani mal nicht jeden Schuss reinmacht, das wird's halt auch geben. Die Frage ist, ist das jetzt so ein Ausrutscher und jetzt gibt's wieder Top-Eintracht-Fußball in den nächsten 5 Spielen oder ist man einfach noch nicht so weit und dieser Hype war ein bisschen viel zu viel des Guten. Ich hatte schon auch manchmal den Eindruck, dass das so ein bisschen die Basics darfst du halt trotzdem nicht vergessen. Es waren schon so 2, 3 Hackenpässe dabei oder so von den Spielern, wo ich denke, einerseits natürlich geil, das sind so Spieler, Lindström, Muani, Götze, die spielen halt auch trickreich und so und man freut sich auch, wenn es sieht. Aber Köln hat das, weißt du, was ich meine? Die haben nicht irgendwie Hacke 1, 2, 3, sondern da war der Ball, da war der Zweikampf, zack, war der Ball uns. Mhm. Und das hat mir irgendwie bei der Eintracht so ein bisschen gefehlt. So diese Basics, die ja eigentlich bei der Eintracht auch über Jahre hinweg immer da waren, das müssen sich beibehalten. Weil wir sind auf jeden Fall keine Mannschaft, die jetzt hier einfach mal im Vorbeimarsch andere Bundesligisten zerlegt. Mhm. Ja, und ich finde auch Köln, das ist so ein bisschen ein Parallelflug auch zur Union, weil die eben auch so ein ganz klares System haben. So, das ist ein Wiedererkennungswert. Klar, das ist ganz stark die Handschrift von Steffen Baumgart. Dieser Vollgasfußball, dieses Bäm rauf, diese Intensität, dieses Tschuk-Tschuk-Tschuk. Und wenn Köln eben aus einer Situation kommt, dass sie frisch sind, dass sie nicht allzu viel verletzt haben und dieses System dann auch gut durchspielen können, dann sind die ganz schwer und unangenehm zu bespielen. Ja. Köln, das ist halt auch, muss man mal schauen, wie ist das gerade mit der Doppelbelastung, ne? Wie viele Spieler fehlen verletzt. Das ist glaube ich, bei der Art und Weise des Spiels dann auch immer wirklich ein nicht zu verachtender Faktor. Ich glaube, Köln fehlt ja auch noch so ein richtig geiler Stürmer. Dass die noch mal so, Tigges ist sicherlich nicht schlecht, aber ist noch nicht der Stürmer, der dir 10, 15 Tore ballert in der Saison. Und was ist los? Sie haben noch Selke geholt. Ich sag ja, die brauchen einen richtig geilen Stürmer. Wir haben eine Wette laufen, glaube ich sogar, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber was ich noch sagen wollte, weil das muss ich auch erwähnen, will nicht rumjammern, aber meiner Meinung nach hätte man da den Elfmeter schon auch geben können. Ich habe ihn aus 300 Perspektiven jetzt gesehen und die Diskussion, also der Spieler geht eindeutig so zum Ball. Wenn er das nicht macht, geht der Ball direkt durch zu Muani und er schießt ein. Und der VAR hat gedeutet, dass die Schulter war, mit der Spieler da hingegangen ist. Ich finde es schwierig, erst recht, was hat auch Glasner gesagt, da stimme ich zu. Man kann sagen, es war die Schulter, man könnte, es ist wahrscheinlich wirklich Auslegungssache, aber, weil es ist einfach nicht so hundertprozentig klar erkennbar. Klar ist, dass es eine Aktion zum Ball war, daran gibt es keine Streitigkeit. Es war nicht, dass der angelegt war und angeschossen war, sondern der geht so dahin, um diesen Ball, der da durchfliegt, zu verhindern. Was mich halt nervt, ist, dass es dann bei anderen Spielen anders ausgelegt wird. Und das ist halt einfach so, wo ist dann die Vergleichbarkeit? So, also exakt gleiche Situation bei anderen Spielen halt zum Elfmeter führen und hier nicht, ist halt schon zumindest ein bisschen frustig, weil das ist jetzt die 4. VAR-Entscheidung in dieser Saison, die man auch anders hätte treffen können oder müssen. Und es kostet natürlich am Ende auch einiges an Punkten. Also ich will es nicht zu hoch hängen, weil die Eintracht hat verdient verloren. Das habe ich auch gesagt. Ich möchte nicht, dass wieder in den Kommentaren jetzt rumgehackt wird, schlechter Verlierer oder so. Nein, Köln hat das gut gemacht. Köln hat auch verdient verloren. Es hätte auch eventuell einen Elfmeter für Köln geben können bei der Abwehraktion von Buta. Aber
wie gesagt, das hätte das 1-0 sein können und dann wäre das Spiel vielleicht ein bisschen anders verlaufen. Ich wollte es zumindest auch nicht unerwähnt lassen, dass es diese Kontroverse gab, weil auch die Trainer sich auf den Pressekonferenzen danach darüber geäußert haben. Ja, ich fand das völlig okay, den nicht zu geben. Ich meine sogar, man hat in der einen Einstellung gesehen, als der Schiedsrichter vor dem VAR-Bildschirm unten stand, dass es eine Wiederholung gab. Also die unterschiedlichen Perspektiven haben das unterschiedlich aussehen lassen. Und ich glaube, er hat eine Perspektive gesehen, wo das ganz klar so aussah, als wenn das dann auch Schulter war. Und ich finde auch, ich hätte in dem Fall auch einen Elfmeter und dann eben auch die Konsequenz, die so ein Elfmeter gehabt hätte, nämlich ein wahrscheinliches Tor und ein wahrscheinliches 1-0, das hätte ich der Aktion gegenüber auch nicht angemessen gefunden. Ich bin kein Fan von diesen ganzen Handelfmetern. Ich finde, das ist viel zu viel. Es gibt viel zu viele Handelfmeter. Und ja, also wenn man jetzt sowas sieht wie jetzt Issimar Khan, okay, das war eine ähnliche Aktion, da hat er auch irgendwie, aber da war der Arm so abgespreizt, da geht der ganz klar gegen den Arm. So, das ist für mich ein Elfmeter. Das Ding jetzt hätte ich zu hart gefunden. Wie gesagt, ich finde eh, dass viel zu viele Handelfmeter gegeben werden. Also das nimmt einfach viel zu viel spielentscheidende Situationen an. Aber das ist eine andere Diskussion, die haben wir auch schon häufiger geführt. In dem Fall ist es so, dass Köln 3 Punkte holt. Das ist für Frankfurt im Kampf um die Champions League jetzt mal ein kleiner Rückschlag. Da ist natürlich noch längst nichts verloren. Aber sicherlich wäre es schöner gewesen, wenn man gepunktet hätte. Aber so bleibt man erstmal auf Platz 6, aber in unmittelbarer Schlagdistanz. Das kann innerhalb eines Spieltags schon wieder bis auf Platz 4 hochgehen. Von daher bleibt das in jedem Fall spannend. Für Köln war das, glaube ich, wichtig, weil ja, Köln überhaupt gar nicht wie ein Absteiger auftritt zu irgendeinem Zeitpunkt. Und es wäre eigentlich auch völlig lächerlich, wenn die in diesen Abstiegskampf mit reingezogen werden würden, aufgrund dessen, was sie alles so abliefern in der Bundesliga und so. Das finde ich auch völlig verdient. Sie haben jetzt in der Rückrunde bislang echt eine gute Figur gemacht. Unglücklich bei den Bayern dann noch das Unentschieden kurz vor Schluss kassiert. Ansonsten geht es für Köln jetzt erstmal grundsätzlich bergauf und sie sind jetzt 1 Punkt hinter Leverkusen auf Platz 8. Also da ist auf jeden Fall ein Anschluss hergestellt und ich denke, wenn sie so weitermachen und vom Verletzten verschont bleiben, dann werden sie sich eher nach oben als nach unten orientieren. So einmal zu dieser Stürmergeschichte, was du sagst, sehe ich übrigens auch so. Ihnen fehlt so ein richtig krasser Knipser, aber man sieht schon, welches Profil sie bedienen, nämlich dieses, ob es ein Tigges ist oder ob es ein Selke ist, dass sie eben so große Leute, die kopfballstark sind, die so ein bisschen auch modeste Style, die du mit Flanken füttern kannst, die den Ball vorne halten können, die so eine Körperlichkeit haben, das ist schon, glaube ich, auch deren Profil. Und da gehen sie, glaube ich, mehr nach so einem Anforderungsprofil als nach so einer individuellen Klasse, glaube ich. Das ist, und das ist so ein bisschen das Ding, was ich auch bei Union so bemerkenswert finde, dass sie eben eine Grundidee haben und holen Spieler für diese Idee. Und gucken nicht nur unbedingt nach individueller Qualität, so, das ist ein Stürmer, der macht viele Tore, sondern sie gucken, okay, passt der irgendwie in die grundsätzliche Idee rein? Und da kann es auch ein kleinerer Name sein, der vielleicht dann da besonders gut funktioniert. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich bin bei dir, qualitativ Luft nach oben wäre natürlich, vielleicht holen sie da irgendwann noch mal jemanden aus dem Hut. So, wir fallen die Treppe weiter runter, knallen mit dem Kopf einmal kurz in Wolfsburg auf. Die haben nämlich gegen Schalke gespielt. Und jetzt sind wir da, wo wir vorhin waren, Nico, wo du auch ja, schon mal über Schalke sprechen wolltest. Die haben natürlich jetzt erstmal auf Platz 18 mit 12 Punkten so gar nicht besonders viel Positives zu erwähnen. Aber ich fand den Auftritt gegen Wolfsburg doch schon bemerkenswert, weil mein Gefühl ist, diese Mannschaft ist intakt, also zumindest von der Mentalität qualitativ mag es da fehlen, aber sie geben sich richtig Mühe, sie sind on fire, sie haben 2 Tore geschossen, die beide aus wirklich knappen Abseitspositionen zurückgenommen worden sind. Und da hat man auch jeweils beim Jubel gesehen, was sich da alles entladen hat, also welche Emotionalität da drin steckt. Die Truppe kämpft, die Truppe rackert, die Truppe will. Es fehlt an Qualität, aber sie hamstern sich so langsam zurück in so eine Konkurrenzfähigkeit, oder? Ich zitiere gerne Pillow, der nach dem Spiel geschrieben hat, wenn Wolfsburg 4 Dinger kriegt, brauchen sie sich nicht beschweren. Das ist die blau-weiße Schalke 04-Brille von ihm. Aber es fand ich war schon so, dass Schalke das Spiel eigentlich gewinnen muss, sollte, könnte. Obwohl wir auch wissen, wenn Wolfsburg den Elfmeter nach 9 Minuten reinmacht, dann nimmt wahrscheinlich Wolfsburg 3 Punkte mit nach Hause. Ich finde aber bei Schalke im Moment ganz interessant und deshalb trügt auch, finde ich, die Tabelle, dass die seit jetzt 3 Spielen kein Tor kassiert haben, auch keins geschossen haben. Spielen 3-mal in Folge 0-0.
Aber dann gehen wir zu den Grundtugenden. Was muss ein Trainer machen, wenn du zu einem Verein gehst und ihn aus dem Abstiegskampf holen willst? Erstmal keine Tore kassieren. Und danach schießt du Tore und dann machst du Punkte. Und im Moment läuft auf dem Reißbrett alles so. Reißbrett, ja. Oh, ja, stark. Alles so vorbereitet für eine hervorragende Klassenerhaltsgeschichte von Schalke 04. Wer weiß, vielleicht ist das alles Quatsch und die 5 Punkte auf das Rettenufer sind dann am Ende zu viel. Aber im Moment riecht es alles so ein kleines bisschen danach, dass wenn so irgendein Hebel funktioniert, dass sie auf einmal mitspielen können wieder in dem Geschäft. Denn, und das ist das, was du eben gerade gesagt hast, ich finde auch, dass die sich ganz gut gefangen haben dafür, dass die dann nach Rückrunden oder nach Wiederstart der Bundesliga zweimal richtig auf den Arsch gekriegt haben und gedacht hast, okay, jetzt fallen sie vollkommen auseinander. Scheint Reiß da wirklich irgendwie, es ist ein bisschen das, was er mit Bochum auch gemacht hat, einer Mannschaft irgendwie erzählt, ey, wir sind abgeschlagen, keiner glaubt an uns, glaubt ihr jetzt wenigstens mal an euch, dann können wir gemeinsam was machen. Und auf einmal spielt so jemand wie Kral, macht gute Spiele, von dem man noch vor das eine Name, an dem ich mich immer festhalten kann, weil ich Mitte der Hinrunde über den mal gesprochen habe, weil nämlich da auch wieder ein Beispiel, weil Pillow nämlich meinte, ey, den mag ich, der spielt irgendwie, ich mag dessen Fußball. Und wenn uns dann mal zusammen mit jemandem die Statistik angeguckt haben und gemerkt haben, dass der einfach nicht in der Bundesliga angekommen ist. Aber dieses Emotionale, ich mag den, scheint jetzt so fußballerisch, okay, jetzt ist er auch angekommen zu sein. Und am Ende des Tages ist die Tabelle unten ja so aufgebaut, dass der Abstand noch nicht so groß ist, als dass wir sie abschreiben sollten, auch wenn wir das zwischendurch schon mal gemacht haben. Denn ich finde, 3x0-0 auch gegen die Gegner zeigt, also Union ist jetzt das Undankbarste, was du haben kannst, aber da musst du nicht abgeschossen werden und dann Stuttgart und dann bist du vielleicht auf einmal wieder im Rennen. Viel Konjunktiv, aber ja, das viele, ist aber der doch immer dazu. Viele Wenns. Viele Wenns. Ich, also, ja, aber wenn man bei den Leute, beim 18, Tabellen 18 können wir auch einfach sagen, ja, die sind 18er, steigen ab. Aber dreimal zu null spielen, das klar ist, das ein Konjunktiv, dass du da daraus ein Positives nimmst. Genau, ich würde ein bisschen mehr im Ist bleiben und da sehe ich aber durchaus auch diese positiven Ansätze. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig werden wird, weil es jetzt 5 Punkte auf Hertha sind und die Mannschaften vor ihnen, die tendieren ja auch eher dazu, ein bisschen zu punkten. Und das Problem, was ich eher sehe, ist, dass, obwohl du hast diesen Lichtblick gehabt, Schalke hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Sie haben gekämpft, sie haben gerackert. So, die haben nicht gespielt wie eine Mannschaft, die sich aufgegeben hat, sondern die haben gespielt wie eine Mannschaft, die wirklich einfach jedes Spiel annimmt und versucht, in jedem Spiel irgendwie den Karren rumzureißen. Und umso bitterer ist es, dass du das dann nicht gewinnst, weil sie haben die Chancen gehabt. Diese beiden Abseitstore waren wirklich hauchzart, insbesondere das erste. Dann hast du die Situation noch, dass kurz vor Schluss ein Vorteil abgepfiffen wird, wo Terodde im Prinzip allein aufs Tor läuft und der Schiedsrichter war auch ein recht grobes Foul, aber er ist so von der Intensität des Foulspiels in Anspruch genommen, dass er gar nicht mehr checkt, dass der Ball ankommt und Terodde auch nicht im Abseits war, allein aufs Tor zu laufen kann. Und das sind so Kleinigkeiten, die, wenn es für dich läuft, dann gewinnst du so ein Spiel. Und in dem Fall, gut, der Elfmeter, den darf man auch nicht unterschlagen, haben sie Glück, der geht gegen den Pfosten von Maxi Arnold, aber das sind die Spiele, wo du einfach mal punkten musst, denn du hast, die Spiele werden weniger und das ist das Problem. Wir haben noch 14 Spiele und du musst erstmal jetzt 5 Punkte schon allein auf die Relegation aufholen und plus die anderen dürfen dann in der Zeit auch nicht punkten und du musst selber punkten. Das wird halt mit jedem Spiel, wo du sagst, ja, ich sehe positive Sachen, wird es aber rein rechnerisch schwieriger, dass du das noch irgendwie verargumentieren kannst. Aber nochmal, Respekt vor Schalke, so, die haben, finde ich, echt ein gutes Spiel gemacht und eine Personalie vielleicht noch, die man herausheben kann. Salazar war lange verletzt und das ist so ein bisschen der Spieler, der, klar, du bezahlst vielleicht für den auch, weil das jetzt nicht so der Defensivkünstler ist, ne? Aber der bringt dafür eine Kreativität rein, auch eine Standardstärke rein bei Ecken, bei Freistößen, die Schalke gut tut. Du musst dir so einen Spieler auch irgendwie leisten können, sicherlich, klar. Aber ich denke, auch wenn er nicht jedes Spiel 90 Minuten oder von Beginn an macht, das ist nochmal ein Faktor, der Schalke auch helfen kann, auch mal Tore zu schießen. Weil letztendlich müssen sie Tore schießen. Sie müssen nicht nur zu Null spielen, sie müssen auch eigene schießen. Hat die Eintracht noch eine Rückkaufoption? Auf Salazar? Mhm. Ach, echt? Ja. Aber ich weiß nicht, ob die ziehen. Ich glaube, Glasner ist nicht so, passt nicht so in sein System. Zu unzuverlässig. Weil der zu freigeistig überall rumwirbelt, glaube ich. Aber der kam noch von St. Pauli. Ja, zur Eintracht. Wurde verliehen. Er hat auch immer die Vorbereitung gemacht. Eintracht hat ihn gekauft von St. Pauli. Ach, und hat ihn dann an Schalke verliehen? Ja. Direkt und ohne, dass er eine Saison gespielt hat da? Der hat, glaube ich, die Vorbereitung, in der Hinrunde hat er, glaube ich, gespielt. Ah, okay.
Und wusste ich gar nicht mehr. Noch unter Hütter. Das war noch vor Glasner. Ja, okay, aber die haben auf jeden Fall noch eine Rückkaufoption von irgendwas, weiß ich nicht genau. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie, also ich habe nichts gehört, dass sie die ziehen werden. Ja. Und der fühlt sich, glaube ich, auch sehr, der hat auch schon gesagt, er will auf Schalke bleiben und so. Ich glaube, weiß nicht, ob da noch was passiert. Ich wollte es nur mal erwähnen. Aber was, was du auch alles schon richtig gesagt hast, ich finde halt dieses Jahr sowohl oben super spannend, aber auch beim Abstiegskampf haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt keine Mannschaft, auch wenn punktetechnisch Schalke abgeschlagen ist, die schon mausetot ist. Das finde ich halt interessant, weil es gab schon, selbst Schalke war schon mal diese Mannschaft, wo man die Eintracht trotzdem geschafft, da noch zu verlieren. Mhm. Aber Schalke war schon mal diese Mannschaft, wo man das Gefühl hatte, okay, das wird die Abschiedsrunde, so ungefähr. Aber das fühle ich hier weder bei Stuttgart, noch bei Hertha, noch bei Bochum, weil die auch in den Spieltagen, selbst wenn sie nicht punkten, so wie Schalke jetzt nicht gepunktet hat, wo man sieht, wie du sagst, die wirken intakt, die wirken, als ob die einen Plan haben. Und Stand jetzt kann sich da unten echt noch einiges ändern. Und wir werden jetzt wahrscheinlich auch gleich noch über die TSG reden, Hoffenheim, die da auch wieder mit unten drin sind, die jetzt auch schon einen Trainerwechsel hinter sich haben. Und es ist gerade der Abstiegskampf, könnte ich nicht hundertprozentig sagen, hier Schalke und Stuttgart, vergiss es. Natürlich haben die jetzt aufgrund der Punkteausbeute eher die schlechteren Karten momentan, aber ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, Stuttgart spielt auch nicht komplett scheiße in jedem Spiel. Die verlieren kein Spiel mit mehr als zwei Toren oder so. Lassen sich nicht 5-0, 6-0, 4-0 oder so abschießen. Manchmal sind das nur Kleinigkeiten. Auch Schalke jetzt knapp. Hertha hat jetzt gepunktet. Bochum haben wir schon drüber geredet. Also geil von den Punkten her. Sowohl oben als unten geile Liga diese Saison. So sieht's aus. Du sprichst gerade Hoffenheim an. Und da wir die Treppe weiter runterfallen, knallen wir natürlich jetzt erstmal mit dem Ellbogen richtig hart in Leverkusen auf. Und Leverkusen hat nämlich gegen Hoffenheim gespielt. Mhm. Da hast du gerade gesagt, Trainerwechsel und so weiter. Hey, davor hatte man schon das Gefühl, die spielen irgendwie gegen den Trainer, die haben nicht mehr so richtig Bock drauf. Lass uns mal was Neues machen. Dann haben sie Matarazzo geholt. Wo man auch erstmal denkt, okay, der hat ja auch in Stuttgart immer versucht, Fußball zu spielen. Da haben wir ja damals auch, als es so knapp wurde, immer gesagt, ist Matarazzo noch der richtige Mann? Muss man nicht vielleicht, wenn man so viele Verletzte hat und das eigentliche System gar nicht spielen kann, muss man dann nicht vielleicht auf der Trainerposition nochmal wechseln und etwas Neues versuchen und sich den Realitäten anpassen? Hat man in Stuttgart nicht gemacht. Und jetzt ist eben dieser Matarazzo in Hoffenheim gelandet, wo man, glaube ich, grundsätzlich ein Spielermaterial vorfindet, wo man sagt, das passt zu ihm und wo er eben auch eine Vergangenheit hat. Also er kennt Hoffenheim. Hätte man gedacht, okay, das kann man auch so ein kleiner Knotenlöser jetzt irgendwie sein, aber gegen Leverkusen war es das nicht. Dafür war Leverkusen aber auch einfach zu gut. Was die nämlich immer richtig machen, finde ich, wenn du den Tempo, also wenn du den Raum gibst auf dem Feld, dass sie ihr Tempo ausspielen können, insbesondere natürlich mit Diaby und Frimpong da vorne, dann siehst du alt aus. Du hast jetzt mit Wirtz wieder jemanden, der diese beiden schnellen Spieler einfach in Szene setzen kann, der diese richtig, richtig tollen Pässe spielt, oftmals den Pass vor dem letzten Pass spielen kann. Und das hat er hier auch wieder gemacht. Dann schickst du einen Frimpong, der liegt quer auf Diaby oder umgekehrt. Und das kannst du Leverkusen nicht anbieten, diese Wiese. Also das, wenn du Leverkusen Raum gibst, dass die Tempo aufnehmen, die beiden, dann kriegst du Probleme. Und so ist es auch in Hoffenheim dann am Ende passiert, sind früh aber auch in Führung gegangen, durch Andrich jetzt in dem Fall, auch vorbereitet von Wirtz, aber jetzt, das ist mal ein anderes Tor gewesen, aber das ist nämlich genau das, wenn du so früh in Führung gehst und die andere Mannschaft muss kommen und Leverkusen kann kontern, dann hast du diese Wiese und vor dir und dann wird's schwer und das, also hochverdienter Sieg für Leverkusen in dem Fall. Ja, man wird sehen, ob Matarazzo die richtige Entscheidung war, weil, also er hat natürlich diesen Stallgeruch, schon mal Jugendtrainer und Co-Trainer in Hoffenheim, aber wie du es gerade gesagt hast, ich bin mir da nicht so sicher, ob dieser Fußball, den eigentlich ein Matarazzo Pellegrino gerne spielen will, ob der Situation so hundertprozentig angemessen ist. Pellegrino Matarazzo. Und ja, ich weiß nicht, ob der so hundertprozentig angemessen ist, weil wenn man wie gerade auf die Tabelle guckt, mit 19 Punkten musst du erstmal ran. Ich glaube, der einzige Vorteil, den es da oder ein Argument wird ja das sein, dass er die Spieler kennt. So. Und vielleicht sieht er da in denen etwas und kann wieder die Qualität. Aber ich lese da trotzdem so ein bisschen diesen Wunsch bei Hoffenheim raus, dass man sich spielerisch aus diesem Abstiegskampf rausspielt. Und da bin ich halt noch nicht so von überzeugt, weil das Spielerische ja auch schon die ganze Saison über so ein bisschen jetzt nicht so stark war. Aber wir haben auch schon drüber gesprochen, dieses nicht gegen den Trainer spielen, aber so dieser letzte Biss, das sehe ich bei Hoffenheim nicht. Gerade wenn ich jetzt mal auch so im Vergleich Köln sehe,
wie die auf dem Feld ackern und reingehen, das sieht man bei Hoffenheim in der Form so nicht. Und da bin ich mal gespannt. Es ist jetzt natürlich auch noch viel zu früh, der halbe Trainingswoche. Also man kann diese Niederlage jetzt sicherlich nicht Matarazzo anlasten. Aber man wird sehen, ob das die richtige Entscheidung war. Hoffenheim momentan auf jeden Fall in katastrophaler Form. Und da muss schnell was passieren. So sieht das aus. 1, 2, 3, und die sind auch für mich jetzt, also eigentlich von der Qualität her, gehören die da überhaupt nicht hin. Also das ist eigentlich völlig lächerlich, dass Hoffenheim da unten so tief mit reinrutscht. Aber was man da halt auch sieht, ist so, ja, wenn diese Truppe dann, wenn es nicht läuft, das ist für mich so ein Klassiker, so eine Mannschaft, die da eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat, die fallen dann auf einmal rein und finden sich selbst nicht mehr und sind auf der Suche nach irgendwas, was funktioniert. Und dabei verlieren sie auch eigentlich ihre Stärke. Weil das, was eigentlich ihre Stärke ist, hat nicht funktioniert. Sie kriegen es nicht auf dem Rasen. Und wenn dann, ja, wenn du dann auseinanderbrichst und musst dich irgendwie neu zusammensetzen für den Abstiegskampf, das ist halt brandgefährlich, weil du gegen Mannschaften konkurrierst, die von Spieltag 1 an wissen, ey, ich bin im Abstiegskampf und nichts anderes mache ich hier. Und da ist so eine gewisse Gefahr. Und da sehe ich Hoffenheim gerade in einer sehr, sehr gefährlichen Situation. Weil rein von der Qualität der Mannschaft haben wir eigentlich erstmal nichts zu suchen. Aber da muss Matarazzo. Fünfter Platz, ne? Es war mal Fünfter gegen, ja, glaub, in der Hinrunde. Ich sogar, ja. Ja, haben wir letzte Woche ausgerechnet. Ja, ja. Fünfter gegen 18. war das mal das Duell TSG oder 17. gegen TSG gegen Leverkusen, ja, in der Hinrunde. Ja. Genau, also für mich eine brandgefährliche, ja, ja, Situation auf jeden Fall gehoffen hat. Und ja, ich finde, wenn man mal kurz über Leverkusen spricht. Hey, Leverkusen. Wir haben ja über. Nee, aber das Duell 5 gegen 18 war letzte Woche, haben wir darüber gesprochen, Hoffenheim gegen Bochum. Ja, aber in der Hinrunde war Hoffenheim zu irgendeinem Zeitpunkt Fünfter und Leverkusen war 17. Es kann sein, dass es im Hinspiel so gewesen ist. Ihr redet ein bisschen aneinander vorbei, weil, ja, was Nico meint ist, wir haben letzte Woche nochmal eine Rückschau gemacht auf den 10. Spieltag. Da war die Situation, dass Hoffenheim 17 Punkte hatte und auf Platz 4 stand. Und jetzt haben wir 20 Spieltage, also quasi einfach wieder, ne, das Doppelte. Und da haben sie in der Zeit 2 Punkte geholt. Also 17 in den ersten 10 Spieltagen und 2 in den 10 Spieltagen danach, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das ist natürlich einfach sehr, sehr besorgniserregend, wenn man es mit Hoffenheim hält. Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt. In der Hinrunde hat Hoffenheim in Leverkusen am 3. Spieltag 3-0 gewonnen und war auf Platz 6 und Leverkusen auf 17. Ich meine nur, wie sich das. Hat sich gedreht, genau. Und da, ja, genau, das ist sicherlich auch ein anderer Trainerwechsel irgendwo auch ursächlich für gewesen, nämlich der des zweitschönsten Trainers nach Bruno Labbadia, Xabi Alonso, wo wir zu der Zeit nicht wussten, okay, weil er auch nicht so viel vorzuweisen hat als Trainer, wussten wir nicht, okay, wird das irgendwie so ein Marc von Bommel-Ding, ne? Wie ist er einzuschätzen? Und ich finde, er macht das sehr, sehr souverän. Er wirkt sehr, sehr angenehm, wirkt souverän, wirkt wie jemand, der einen klaren Plan hat. Und er schafft es eben auch, die Stärken dieser Mannschaft auf den Platz zu bekommen. Insbesondere das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ne, also die Geschwindigkeit und so weiter. Er hat diese Mannschaft sehr, sehr stabilisiert, hat jetzt auch wirklich Tuchfühlung noch an die internationalen Plätze. Mit ein bisschen Glück kannst du vielleicht noch Siebter werden. Das sind nur 3 Punkte auf Wolfsburg. Ich würde mal sagen, Frankfurt auf Platz 6, das wird schwer werden. Aber kannst ja auch im Platz 7 zumindest mal die Saison so halbwegs irgendwie retten. Also das war auf jeden Fall eine Entscheidung, die sich Stand jetzt ausgezahlt hat für Leverkusen. Ja, sie haben jetzt natürlich auch, kommen Verletzte zurück. Mit Wirtz haben wir auch schon tausendmal drüber geredet. Jedes Spiel, wo das er machen kann und Spielzeit bekommt, macht ihn besser. Und man sieht ja, was das für ein Unterschiedsspieler ist. Hat jetzt hier auch im Alleingang 2 Tore vorbereitet wieder. Und einfach war der Pacemaker im Mittelfeld. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Schick, dass der wieder in die Puschen kommt, so, weil das merkt man schon noch so ein bisschen, so ein Stürmer da vorne, Sturmtanken. Schick wäre natürlich schon ein Puzzleteil, dass Leverkusen noch helfen könnte da vorne. Ja, Schick in der Form der letzten Saison, ja, das wäre noch. Genau. Aber ja, ich finde auch, Alonso macht einen guten Job da. Wirkt irgendwie das. Am Anfang hatte ich auch so meinen Zweifel. Wird das so eine Van Bommel-Geschichte, großer Name, unerfahren, irgendwie. Wenn das dann nicht sofort wirkt, dann kommen da vielleicht Zweifel auf, ob er auch die Kompetenz hat oder so. Aber ich finde, so, ich meine, haben wir jetzt auch Leverkusen nicht studiert, aber so wie Xabi Alonso rüberkommt, wirkt er sehr konzentriert und sehr selbstbewusst. Und trotzdem muss man natürlich sagen, Leverkusen bislang die Saison, das kann man jetzt Xabi Alonso nicht anlasten, weil der hat die ja am 17. Platz oder so übernommen. Aber natürlich gehört Leverkusen weiter nach oben in der Tabelle rein von den Möglichkeiten, die er verein hat.
So sieht das aus. Wir fallen die Treppe weiter runter und sind noch bei einem weiter. Anderen Verein, wo man auch sagen würde, wow, der hat eigentlich auch andere Möglichkeiten. Aber die Realität der letzten Jahre lässt diese These vielleicht dann auch so ein bisschen aufweichen. Wir reden über Gladbach. Wir kommen hart mit dem Ellbogen auf in Gladbach, stoßen uns wirklich ganz schmerzhaft am Musikantenknochen und stellen fest, Gladbach verliert in Berlin bei Hertha 4:1. Geht 1:0 in Führung. Man denkt so, ja, die Geschichte nimmt ihren zu erwartenden Lauf. Nee, auf einmal kommt von Gladbach gar nichts mehr. Und Hertha schießt, erst muss man sagen, ganz kurz, es ist in Spieltag der schönen Tore, der Fernschusstore. Eins der schönsten, vielleicht das schönste, war von Dardai, der, also Martin Dardai, der Sohn von Paul Dardai, dem ehemaligen Trainer, der auf der Tribüne war übrigens, der in der Winterpause fast in Hamburg gelandet wäre, die den sehr umworben haben, weil er eigentlich überhaupt gar keine Rolle gespielt hat bei der Hertha, durfte jetzt ran. Sandro Schwarz. Ja, durfte jetzt ran und hat diese Aufstellung gerechtfertigt mit einem absoluten Hammer aus whatever, über 20 Metern. Bäm, einfach mal in den Winkel geknarzt, unter die Latte gehauen, richtig. Und da hatten wir so eine, wir hatten Haberer, wir hatten Führig, das haben wir auch gar nicht wirklich rausgestellt. Das Andrich-Tor war eher so überlegt, aber so diese, das Haberer-Ding, was der Wolli da in die Maschen geknüppelt hat, dann das Dardai-Ding, dann hatten wir noch, ein, zwei andere, die auf diese Art und Weise waren, diesen Spieltag. Also das war vielleicht das Schönste. Und ja, und dann kam sogar noch in der 52. Nee, das war das, warte mal, das war das 2:1. Das 1:1 war von Nankam, ja. Der das nach Vorarbeit von Marco Richter gemacht hat. Das war das 2:1, Entschuldigung. Und dann die letzten beiden Tore, 3:1 und 4:1, waren quasi in der Nachspielzeit, als von Gladbach nicht mehr viel kam. Aber ich muss sagen, das war klar, von Hertha war das ein Lebenszeichen. So, wichtiges Lebenszeichen. Bisschen von Gladbach bin ich ein bisschen enttäuscht. Also das war erstaunlich wenig nach der Führung tatsächlich. Also zum einen muss man auch mal bei Hertha loben, dass dann alles junge Spieler sind, ne? Also Gangkam aus der eigenen Jugend, glaube ich. Dardai, dann Scherhan. Ich habe die Namen jetzt richtig ausgesprochen. Scherhand, weiß nicht genau. Junge Spieler, die da die Tore schießen, was ja auch schön ist bei Hertha. Also man hat ja auch viel gelesen, immer von den Transfers, und die nicht geklappt haben und so weiter. Also da muss man auch mal sagen, cool, dass auch junge Leute jetzt hier die schon schießen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen gefreut für Hertha. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin eigentlich kein großer Hertha-Fan, wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt. Nicht mein Lieblingsverein in dieser Liga. Aber ich finde es irgendwie gut, wenn so Totgeglaubte, die ganze Zeit auf die eingeprügelt wird, wo nur negative Presse ist, wenn die dann auf dem Feld, die Spieler irgendwie sagen so, nee, wisst ihr was, wir ergeben uns nicht hier. Und ich finde auch Sandro Schwarz bringt die richtigen Vibes rüber. Am Spielfeldrand, der feuert die an und dann so eine Nackenklatsche mit einem 0:1 erstmal in der Situation von der Hertha zu Hause umzugehen und das Spiel dann noch zu drehen und 4:1 zu gewinnen. Ich finde, das sagt viel darüber aus und es ist richtig, dass die Hertha an Sandro Schwarz festhält. Ich hoffe auch, dass sie die Ruhe bewahren, wenn mal die Ergebnisse nicht stimmen. Ich glaube, dass sie es mit Sandro Schwarz schaffen können. Ich glaube, das Team folgt ihm. Und ja, junge Leute, die da die Tore geschossen haben. Und wie du es gesagt hast, Gladbach ist eine Enttäuschung diese Saison, kommt nicht aus dem Mittelfeld raus. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Die Elf, die da auf dem Feld sind, die kennen sich gut. Die haben auch letzte Saison größtenteils so zusammengespielt. Also es macht nicht so schrecklich viel Sinn. Mir fehlt so ein bisschen der Zugang. Da bräuchten wir mal so einen richtigen Gladbach-Profi, der uns das mal sagen kann, warum Gladbach nur im Mittelfeld rumdümpelt. Aber vielleicht fehlt es da einfach dann wirklich auch noch mal an Qualität. Keine Ahnung. Und auch an Konstanz irgendwie ein Stück weit, ne? Also, ja, bei Hertha vielleicht noch, wenn du schon über Eingewächse sprichst, dann kann man auch über Chigerci reden. Oh ja, gutes Spiel. Der direkt ein gutes Spiel gemacht hat. Der kam aus der Türkei zurück. Er ist ja damals auch aus der Hertha-Jugend gekommen und hat dann da auch Bundesliga gespielt und ist dann in die Türkei gegangen. Da hat er, glaube ich, 3-4 Stationen in der Türkei gehabt und war dann eigentlich völlig vom Radar, ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass er in der Türkei irgendwie den mega durchgestartet ist oder so. Klar, solider Spieler, aber wie gesagt, auch irgendwie, ich glaube, 3-4 Stationen, das spricht ja auch jetzt nicht dafür, dass er so komplett eingeschlagen ist. Und den hat man jetzt zurückgeholt und der hat direkt funktioniert, soll man sagen. Auch ein ganz gutes Spiel gemacht, ja. Aber dann auch brauchst du auch einen Trainer wie Sandro Schwarz, dem das Vertrauen gibt, ihn dann von Start aus bringt und ihn auch, glaube ich, in den letzten Wochen schon gestärkt hat, in Interviews auch herausgearbeitet hat, wie gut der Junge ist und so.
Das machen die schon, machen die gut. Das ist aber auch das, was ich eben meinte, so dass so ein Verein wie Hertha, der ja nun wirklich diese Saison auch wieder mal nur mit schlechten News geglänzt hat, aber die sind auch nicht so mausetot, wie das manchmal wirken könnte, wenn man so das liest, die schlechten Nachrichten um die ganze Bobic-Affäre und weiß ich nicht, was da alles war. Die Truppe und Sandro Schwarz ist noch nicht abgeschrieben. Und das wird noch spannender im Abstiegskampf. Ja, also ich hatte das Gefühl, wie so ein Brustlöser. Man wirkte das ganze Spiel gegen. Was ist denn ein Brustlöser? Kennst du das nicht? Nee. Wenn du etwas hier festsitzen hast und es sich löst. So, kennst du das nicht? Nee? Hat er recht. Ja. Brust. Ich hab's wirklich noch nie gehört, Brustlöser. Nein, hast du schon mal, hast du nur. Ja. Nicht. Hast du schon tausendmal. So was hast du halt nicht. Du brauchst sowas nicht. Aber manche, die im Keller sind, ich weiß ja, oben in Frankfurt ist die Luft anders. Aber ist die Luft anders. Unten ist die Luft eng. Okay. Und dann brauchst du vielleicht etwas, was die Brust mal löst, damit du atmen kannst. Und dieses Spiel wirkte halt genauso. Frustlöser. Von mir ist auch das. Aber ich meine den Brustlöser. Es löst etwas in der Brust. Hm. Wollen wir den Frustlöser machen und jetzt weiterkommen? Ich hatte versucht, aber. Ja. Ja, das wär schon so ein Lustlöser jetzt tatsächlich, wenn wir nicht so langsam. Komm. Ja, was? Sag was. Ja, wir waren noch gerade mitten in der Analyse. Wir haben ja, er wollte ja nichts sagen. Doch, jetzt. Er wollte was sagen. Wollte sagen. Dann sag's doch. Er sagt Brustlöser, dann sagst du. Ja, aber der Redner, ja, du hast jetzt dreimal gesagt, sag, was du sagen wolltest. Und Brustlöser, Brustlöser. Ich will eigentlich, das viel zu lang für zwei Sätze, die ich eigentlich nur sagen wollte, dass ich bei Hertha die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass irgendwann mal es passiert, dass sie ein Spiel mal so gewinnen, dass es auch das Publikum mitnimmt, dass es die Mannschaft mitnimmt und das ist ein Trainer, der die ganze Zeit davon redet, dass die Mannschaft gut ist und ein Verein, der die ganze Zeit davon redet, dass der Trainer nicht zur Diskussion steht, das Ergebnis kriegen, das sie brauchen. Und scheinbar ist es genau dieses Ergebnis gewesen, das sie jetzt brauchen, um mitspielen zu können. Denn wenn sie es nicht geholt hätten, dann wären es 5 Punkte aufs rettende Ufer gewesen. Nächste Gegner, und das ist ein sogenannter Brustlöser. Dortmund, Augsburg, Leverkusen. Ja. Und Dortmund und Leverkusen auswärts. Ja. Also wenn es nicht geholt, genau. Dortmund aber, und das kann ein Vorteil sein im Champions League Sandwich. Mhm. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass das durchaus auch gutes Timing ist für den Gegner, wenn du eine Mannschaft in einem Achtelfinal-Sandwich erwischt. True. Und mal gucken, ob die Hertha davon profitiert. In jedem Fall war das rein tabellarisch ein unglaublich wichtiger Sieg, auch sicherlich für die Stimmung dort, die am Boden war. So ein Spiel mal nach Hause zu holen. Ja, einfach unglaublich wichtig, insbesondere auch, wenn man bedenkt, dass die nächsten Wochen jetzt auch nicht leichter werden. Das ist sicherlich. Du bist unglaublich wichtig. Dankeschön. Du bist auch unglaublich wichtig. Ohne dich wäre ich nämlich niemals auf die Idee gekommen, zu sagen, ey, wir fallen die Tabelle jetzt noch ein bisschen weiter runter und knallen in Mainz auf. Die haben nämlich 3:1 gegen Augsburg gewonnen. Und eigentlich hatte Tobias Escher für heute ein bisschen Arbeit investiert und oh, das ist kein Scheiß. Ich kann euch den Tagesordnungspunkt auch vorlesen, der natürlich jetzt wegfällt, aber er lautet: intensive Analyse des Bundesliga-Derbys Mainz gegen Augsburg. Ich glaube, das war ein Joke. Nein, es war kein Joke. Ich glaube, das war ein Joke. Leute, guck mal. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist ein Joke oder es ist kein Joke. Lass uns das mal kurz durchspielen, ja? Wenn es ein Joke wäre, dann hätten wir jetzt die Chance zu behaupten, für alle Mainz- und Augsburg-Fans, die sich immer zu kurz behandelt fühlen, zu sagen, fuck, wir hatten es diesmal wirklich vorbereitet und Tobi fällt aus und alle würden sagen, ja, okay, aber trotzdem danke, dass ihr es gemacht habt. Ja, okay. Und das andere ist, es ist wirklich so gewesen, dann würden wir die Tatsache, dass Tobi da wirklich Arbeit investiert hat, jetzt auch noch quasi in den Müll schmeißen, dadurch, dass wir so behaupten, es war eine Lüge, obwohl es keine Lüge ist. Also meinst du, wir wollen die Karte jetzt durchspielen? Es ergibt keinen Sinn zu behaupten, dass wir es nicht gemacht haben. Es ergibt einfach keinen Sinn. Doch, die Wahrheit. Du weißt ja die Wahrheit nicht mal. Das ist ja der Witz. Ich weiß, dass Tobi sein Leben noch nie hart gearbeitet hat. Deshalb. Ja, aber Tobi ist masochistisch analysiert genug alles, veranlagt, nicht, um nee, also analysiert alles. Na gut, ich gebe ihm das. Ich kann schon glauben, dass Tobi uns richtig mal durchquälen will und sagt, dass keine Ahnung, wie auch immer, es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo wir uns einig sind, dass wir alle drei es nicht geguckt haben. Das können wir, glaube ich, hier. Nee, das stimmt. Ich habe mir natürlich die Zusammenfassung angeguckt und ja. Das Ganze lief ja auch um 15:30 Uhr, also ich habe die Konferenz natürlich geguckt, ne?
Und deswegen habe ich schon auch ein bisschen was zu dem Spiel gesehen, aber ich kann natürlich jetzt nicht mithalten mit dieser von Tobias Escher vorbereiteten Analyse. Das ist ja wirklich schade. Ich gehe davon aus, er hat es wirklich gemacht. Eine PowerPoint-Präsentation. Ja, weil dann kann er sie ja nachreichen nächste Woche. Ja, aber dann ist es ja ein alter Hut. Dann ist ja das Spiel einfach nicht mehr aktuell. Aber Mainz gegen Augsburg ist halt auch immer so der Inbegriff von diesem einen Spiel im Jahr, wo ich mich dann frage, warum trägt Mainz Karnevalstrikots? Oh, ich finde das ganz sympathisch. Ausgerechnet gegen Augsburg. Ja, ich finde es irgendwie ganz sympathisch. Man kann davon halten, was man will, aber das ist irgendwie, die feiern das, die haben Spaß und ich denke mir immer so, ja, auch selbst wenn ich das als norddeutscher Grantelmann nicht nachvollziehen kann, was da emotional und inhaltlich passiert, aber ich kann zumindest respektieren, dass sie für sich selber eine gute Zeit haben und drauf scheißen, was andere davon halten und das finde ich. Das ist vollkommen legitim. Das ist vollkommen legitim. Und deswegen feiere ich das irgendwie ein Stück weit auch. Mich regt Augsburg maßlos auf. Wenn die konsequent sind, gewinnen sie das Ding und dann sind die raus aus Augsburg? Ja. Aber okay, erzähl mir mal, was hätten sie denn anders machen sollen? Nee, ist egal, einfach gewinnen. Und nicht erst nach 80 Minuten mitspielen und Mainz das Ding gewinnen lassen und dann sich das erste Mal wehren. Ich denke, Augsburg hat so viel investiert. Ich denke, Augsburg ist so auf dem Weg. Dann gewinn doch einfach mal das Spiel und dann bist du danach raus aus dem Abschiedskampf, Ende aus Mickey Mouse. So werden wir sie jetzt auch wieder eine Woche lang da reinrechnen und dann rechnet man sich aus, wenn man aus Berlin, Schalke, Stuttgart und Hoffenheim oder so kommt, oh, Augsburg, vielleicht sind die mit drin. Und dann gewinnen die nächste Woche gegen wen? Das hatten wir auch schon heute. Zack, wieder 3 Punkte, sind die wieder raus. Dieses ewige Hin und Her war Augsburg. Das raubt mir den letzten Nerv. Die spielen zu Hause gegen Hoffenheim. Ja, siehst du. Zack, 3 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Gegen Hertha und dann zu Hause gegen Werder Bremen. Werder Bremen. Ich freu mich schon jetzt auf dieses Spiel. Ja, der Auftritt in Bremen war nicht förderlich für meine Sympathie für diesen Verein. Gut, wenn man sich aus Augsburger Sicht fragt, okay, woran. Versuchst du dich gerade in einen Augsburg-Fan hineinzuversetzen? Nein, dann fragt man sich, okay, an wem hat's gelegen? Dann kann man zumindest sagen, an Tobias Lee liegt's nicht. Das, weil Lee hat nämlich 2 Tore geschossen. Entschuldigung, also, aber wirklich, er hat da wirklich 2 Tore geschossen und das ist korrekt. Das kann man vielleicht an der Stelle mal erwähnen, dass der junge Südamerikaner, Südkoreaner 2 erfolgreiche Torschussversuche im Netz unterbringen konnte. Reingewurstelt hat er sie. Nein, hat er wirklich. Also, da mal ganz kurz jetzt. Ja, der 30-jährige, in Ulsan geborene, 1,81 Meter große Jason Lee hat 1,81 Meter ist er. Hat 2 Tore geschossen. Das muss man an der Stelle auch einfach nochmal betonen. Muss man nochmal sagen. Nein, also wir haben wirklich, um mal kurz nochmal zum Spielfilm zu kommen, Mainz hat ist relativ früh nämlich mit 2:0 in Führung gegangen, nämlich nach 24 Minuten. Tatsächlich eben dieses Tor von Lee, was eigentlich auch ganz lustig war, weil das, wie hieß noch, man weiß noch mal der Neuzugang? Ajork. Da vorne im Sturm, Ajork. Da gab es diese Situation, Lee spielt den Pass, er wird, glaube ich, irgendwie so ein bisschen noch vom Augsburger weggespitzelt oder so. Jedenfalls liegt der Ball genau zwischen Ajork und Lee und beide gucken sich so an und Lee mit seiner südkoreanischen Höflichkeit sagt, ja, okay, komm, du bist noch relativ neu, gönn ich dir. Und hat noch gefehlt, dass er noch so macht. Ajork so, aber ja, okay, warte, aber komm, du bist der Alteingesessen, hier dein Tor und dann macht erstmal keiner was. Wenn du ihn, ich hab ihn sicher. So, und dann geht aber Lee dann noch hin und macht ihn rein, aber es war relativ knapp, also der Augsburger Verteidiger kam dann noch mal ran. Von daher, das wäre eine sehr kuriose Szene gewesen, wenn tatsächlich, während die dort miteinander still diskutieren, dann Augsburger den Ball noch wegspitzen kann. Das ist aus meiner Sicht erspart geblieben, dass man das in jedem Saisonrückblick noch mal sich anschauen muss. Und dann kurz danach, 3 Minuten später, Onisivo mit dem 2:0, was nicht lange hielt, weil dann 28. Minute gab es diesen Handelfmeter. Da sind wir wieder beim Thema Handelfmeter. Den hat Demirovic verwandelt. Aber ich fand tatsächlich, in dem, was ich in der Konferenz gesehen habe und auch in der Zusammenfassung mir nochmal angeschaut, dass Mainz für mich an diesem Tag die bessere Mannschaft war. Dann war es wieder Lee mit seinem Doppelpack, der dann kurz nach der Pause in der 52. das 3:1 gemacht hat. Und erst dann ist Augsburg, finde ich, so ein bisschen nochmal aufgewacht, hat noch ein bisschen was gemacht. Da hatten sie noch ein Tor von Jensen, was annulliert wurde in der 74. Spielminute. Ansonsten fand ich, das war ein verdienter Sieg von Mainz und Augsburg. Du
erwartest immer sehr viel von Augsburg. Ich finde, die haben letzte Woche mit dem Sieg gegen Leverkusen schon eine Erwartungshaltung übertroffen. Und sie stehen in der Tabelle gut da, dafür, dass viele Experten in dieser Sendung mich ausgeschlossen Augsburg als Absteiger getippt haben. Finde ich, stehen sie jetzt auch tabellarisch und auch spielerisch gar nicht so schlecht da mit 21 Punkten auf Platz 13. Halten sie sich relativ fern vom Gröbsten. Und mehr kannst du doch von Augsburg nicht erwarten wollen, oder? Wart ihr schon mal in Augsburg? Jeden Tag. Warum? Nee. Ist einfach eine Frage. Nee, war ich noch nicht. Von dir eine Quatschantwort kriegt, von dir gar keine. Ich will, wow. ich will, ja, aber ich will da mal hin. Willst du hinaus? Ich weiß, ja, einfach so, weil ich, Augsburg ist für mich so irgendwie, obwohl meine Mutter ist in Augsburg geboren, ist es für mich so eine Stadt, die kenne ich auch nur vom Hörensagen. So, ich bin mir gar nicht, ich google gerade, um festzustellen, dass sie wirklich existiert. Was ist, was? Ach so, okay, du wolltest wissen, ob's, okay, nach dem Motto, ja, hat einer einen Beweis, also hat einer das ja, schon gesehen? Wolltest du den Bielefeld-Witz machen? Was genau? Augsburg, nee, oder? Überhaupt nicht. Ich frage mich nur so, wofür steht Augsburg? Was ist Augsburg? Ist das nicht so ein bisschen? Du, wie wär's mit einem Referat? Wir haben doch auch die Referate schon. Weißt du, was, ja, weißt du, was das Ding ist? Kann man hier leider die Themen nicht aussuchen. Eigentlich hat Augsburg ja alles, was du brauchst, um so ein Kult, was 300.000 Einwohner Club Ding daraus zu machen. Genau das, kleines Städtchen, Augsburger Puppenkiste, stimmt, die Geschichte ist durcherzählt, ständig das kleine gallische Dorf, das sich gegen alle, wir steigen sowieso ab, immer wehrt und jedes Jahr mitmacht und so und jedes Jahr sich rettet, das seit 10 Jahren. Stefan Reuter, der mit seinem Netzwerk und seinen Spinnenweben jahrelang dafür gesorgt hat, dass da immer, dass das konstant bleibt und so und sie nie ernsthaft in Bedrängnis gekommen sind, das ist alles eine super Geschichte. Ja, Augsburg ist eine der ältesten Städte in Deutschland. Und trotzdem nervt mich das. In der Altstadt findet man Gebäude unterschiedlicher Stilepochen. Tatsächlich. Hier, komm, ihr seid doch genau das. Adelige Zunfthäuser. Ja, ich merke, dass du halt über den Fußball hinaus kulturell viel besser aufgestellt bist. Das heißt, du bist eigentlich ein hervorragender auch FC Augsburg-Supporter, würde ich sagen. Denn, ja, denn sie haben dieses Wochenende zum 125. Geburtstag von Bertolt Brecht eine Choreografie, eben Bertolt Brecht, gewidmet. Ist dir das bewusst gewesen? Ja, schade, dass sie nicht die 3-Punkte-Oper aufgeführt haben, denn sonst hätten sie gewonnen. Ich wollte nicht haten gegen Augsburg, aber wenn ich die Hotelpreise sehe, denke ich mir, in diese Stadt will einfach keiner. Ich war da mal auf einer Durchreise. Ist ganz hübsch, die haben so hübsche Biergärten und so ein bisschen Grün, ist schön. Ja, auch diese Fuggerhäuser damals, ne? Die dienten ja als Residenz. Herm kommt daher. So, was? Für wohlhabende Kaufmannsfamilien. Ja, also das, die Fuggerei ist eine aus dem 16. Jahrhundert übrigens stammende Sozialsiedlung. So. Also wer das Top noch mal wissen möchte. So, Sides, also, nee, jetzt will ich die Top Sides. Mainz gewinnt Augsburg, so. Gegen Augsburg und schafft dadurch auch, finde ich, so eine kleine Pufferzone, so ein Niemandsland in der Tabelle zwischen Platz 12 und Platz 13, wo man vielleicht auch relativ als Analyst relativ leicht sagen kann, da beginnt die Abstiegszone, nämlich bei Augsburg auf Platz 13. Ja, weil nämlich da 5 Punkte zwischen Mainz auf 12 und Augsburg auf 13 klaffen. So, wir fallen die Treppe ein bisschen weiter runter. Wir fallen runter und wir stellen mit den Sätzen fest, wir fallen bis ans Ende, weil wir alles besprochen haben, was den Spieltag angeht. Und jetzt wollen wir uns noch mal einem anderen Thema widmen. Und das haben wir vorhin nämlich schon mal ganz kurz angeschnitten. Es geht um Investoren in der Bundesliga. Da gibt es jetzt eine Idee. Ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen. Und zwar, dass man quasi keine Anteile verkauft an irgendwas, sondern dass man an eine Investorengruppe oder an irgendein Unternehmen für eine bestimmte Anzahl, zum Beispiel 30 Jahre, Anteile an Einnahmen verkauft, sagen wir es mal so. Also, wenn man zum Beispiel sagt, ey, pass auf, alles, was in der Auslandsvermarktung an Geldern generiert wird, davon bekommt ihr Prozentzahl X für Jahre X, also zum Beispiel 15% für die nächsten 30 Jahre, bekommt ihr aus den Einnahmen für die Auslandsvermarktung und dafür bezahlt ihr einen Preis X, zum Beispiel 2 oder 3 Milliarden Euro, und dieses Geld fließt dann über irgendeinen Verteilungsschlüssel dann auch wieder an die Profivereine zurück. So, das ist das, was ungefähr, glaube ich, wenn ich es richtig wiedergegeben habe, gerade diskutiert wird. Dadurch umgeht man sozusagen das dauerhafte Verkaufen von Anteilen, so das, was ja sehr, sehr umstritten ist, wo wahrscheinlich auch keine benötigte Zweidrittelmehrheit der Vereine irgendwie für zu finden wäre.
Und auf diese Art und Weise möchte man sich jetzt dann eben frische Gelder schaffen, ein bisschen kreativ sein. Das hat man in anderen Ländern auch schon gemacht, in vergleichbare Modelle. Und bevor wir da jetzt erstmal in die Diskussion gehen, können wir ja einmal ganz kurz eine finanzielle Ich habe die Grafik gerade an die Regie geschickt. Haben wir sie auch vorliegen, denn da sieht man wunderbar, ich weiß, ob sie so schnell reagieren können. Wo, falls nicht, lesen wir es mal vor, wo nämlich der Grundgedanke herkommt und dann versteht man das vielleicht auch. Wir reden jetzt mal ganz kurz über die Einnahmen. Ganz kurz, Regie, im Slack habe ich euch ein Bild geschickt, falls ihr es schnell noch, ich weiß nicht, wie schnell. Ah, Regie ist Hammer. Da sehen wir nämlich genau diese Grafik. Da geht es jetzt um die Auslandsvermarktung. Also das ist das Geld, was eben verdient wird mit der jeweiligen Liga im Ausland, also nicht in der heimischen, im heimischen Land, sondern eben in anderen Ländern, vornehmlich Asien, USA, Kanada und so weiter. Und da sieht man die Premier League 1,876 Milliarden und dann fällt man mal ganz weit runter und dann sieht man die Bundesliga 170 Millionen und da klafft so eine unfassbare Lücke, die dann eben auch erklärt, weshalb Premier League-Vereine so diese Unsummen ausgeben können, wie sie es nun mal tun. Und da möchte die Bundesliga natürlich ein bisschen sich anders aufstellen. Das ist ja, ich meine, wenn man sich das anguckt, ne, das ist halt so eine Diskrepanz. Ja. Das ist so eine Diskrepanz, dass ich finde, die Frage schon erlaubt ist, ob das überhaupt irgendeine große Veränderung bringt, was da jetzt gerade geplant ist, oder ob man. Und das finde ich, ist so eine Grundsatzdiskussion, ob man nicht als Bundesliga einfach mal sagen sollte, vergiss doch mal diese internationalen Träumereien, dass wir dieses internationale Produkt sind, dass man in China irgendwie Hoffenheim gegen Augsburg gucken will. So, sondern Rückbesinnung auf die lokale Attraktivität, die Bundesliga ja durchaus hat. Wir haben die vollen Stadien, wir haben viele Traditionsvereine, wir haben hier 50+1, dass man sagt, ja, wir werden vielleicht nicht diese Weltmarke Bundesliga, aber vielleicht müssen wir das gar nicht sein. Vielleicht reicht es, wenn wir einfach innerhalb Deutschlands dieses geile Produkt sind. Wisst ihr, was ich meine? Dass man einfach mal sagt, diese Expansionsträume, die da irgendwie in manchen Gremien herrschen, dass man die einfach mal ruhen lässt. Weil ich meine, es ist unrealistisch. Es ist unrealistisch. Es ist wahrscheinlicher, dass bei der Premier League noch irgendwann die Bayern und Dortmund oder weiß ich nicht wer mitspielen und man so quasi dann, weil die Premier League ist fast schon die Super League. Fehlen noch 2, 3 Vereine aus anderen Ligen und dann hast du sie schon. Das halte ich für realistischer, als dass Deutschland ein Exportschlager in Sachen Fußball wird in den nächsten 50 Jahren. Aber, ja, also auch, ich glaube auch, da wird so eine Investitionsumverteilung des Geldes wenig dran ändern, glaube ich, wenn ich diese Zahlen sehe. Aber ich bin auch Laie. Ja, ich bin bei dir. Dieser Rückstand ist nicht aufzuholen, weil auch die Premier League natürlich ganz anders aufgestellt ist. Erstmal historisch ist sie schon in anderen Kontinenten viel mehr vertreten. In Asien haben sie sich viel früher schon positioniert. In Amerika hast du die Situation natürlich, dass die gesamte Liga englischsprachig ist. Das heißt, sie ist tatsächlich auch viel leichter zu verfolgen. Dann hast du die ganzen Superstars, die allesamt nicht in Deutschland spielen, sondern entweder in England oder in Spanien oder bei PSG. So, das heißt auch so dieser globale Glanz, ne? Selbst wenn du mit irgendeiner Sportart gar nicht so viel zu tun hast, du kennst ja in aller Regel die Superstars, ne? Also du weißt, wo ein LeBron James spielt oder sowas, ne? Also sowas weiß man ja irgendwie und das ist ja beim Fußball nicht anders, da weißt du, wo die Superstars spielen. Und dann hast du zum Beispiel die Aufstückelung des Spieltages. Du bist ja in England viel eher bereit dazu, eben dieser Vermarktung auch was zu opfern. In England hast du viel mehr Spieltage, also die sind viel mehr aufgesplittet. Du hast sowas wie auch Boxing Day oder so, ne, dass da auch durchlaufend gespielt wird, dass du selbst irgendwie dann, wo, wenn wir Winterpause und Winterschlaf machen, wird da halt einfach gespielt. Und in Deutschland haben wir gesehen, was für eine Reaktion darauf folgte, dass wir 15:30 sozusagen den Spieltag so ein bisschen gab ja auseinanderziehen wollte und so weiter. So, ja. Das will man ja vielleicht auch hier gar nicht, so diesen Weg gehen, des totalen Kapitalismus. Und deswegen bin ich ein bisschen bei dir zu fragen, okay, das generiert jetzt kurzfristig irgendwie Kohle. Was ist der nachhaltige Effekt? Also ist der Gedanke, dass man wirklich eine Marketingoffensive macht und versucht, die Bundesliga dann auch im Ausland so interessant zu machen, dass durch diese Auslandsvermarktung auch wirklich Gelder reinkommen, die dann auch signifikant steigen und die Bundesliga auch konkurrenzfähiger macht? Oder ist das einfach nur ein Verzweiflungsakt, um schnell Kohle reinzukriegen, in der Hoffnung, dass die anderen Ligen sich nicht zu weit von einem entfernen? Ja, du musst ja auch gucken, dass Deutschland ja schon national, also
Hier in Deutschland haben wir ja schon Probleme, die Fans bei Stange zu halten. Wir sollten, also, ne, wir reden gerade darüber, dass die deutsche Nationalmannschaft massiven Imageverlust und Interessensverlust festzustellen ist in Deutschland. Einnahmenverluste. Also, jetzt so Expansionsvorstellungen, wie kriegt man uns geil in Amerika oder in China oder wo auch immer hin, das ist auch fast schon so ein bisschen Größenwahn. Ich mache erstmal die Hausaufgaben, mach erstmal das Produkt Bundesliga wieder geil, dann mach erstmal wieder das Produkt, in Anführungsstrichen, Nationalmannschaft wieder geil. Und dann kannst du darüber reden, dass wenn du dann auch wieder Stars hast und Spieler, weil am Ende geht's auch darum, ne? Weil keiner will sich irgendwelche, sorry, es ist jetzt nicht böse, aber keiner schaltet ein wegen Haberer. Oder Behrens. Das Tor war schön. Oder so. Ja, das Tor war schön, aber das sind keine Stars. So, früher hattest du noch ein bisschen Star-Potenzial. Das wird gefühlt in Deutschland immer weniger. Unsere Stars sind jetzt auch nicht international. Unsere Exportschlager, Havertz steht vorm Aus bei Chelsea. Jetzt spielt er wieder regelmäßig. Ich verfolge es nicht so, aber ich habe gehört, er wird auch überlegt, ob der nicht wieder zurückkommt nach Deutschland. Werner ist schon wieder zurück. Wir haben aber nicht mehr so diese Rudi Völlers und Klinsmanns, die so einen gewissen Star-Kult auch mit in die Welt tragen, meiner Meinung nach. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Ich cover jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich finde halt irgendwie, für mich klingt das schon fast so ein bisschen größenwahnsinnig. Auch die deutsche Sprache ist auch ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist. Das wirst du niemals aufholen können. Die Premier League ist nun mal eine englische Liga. Du hast englische Kommentatoren, du hast englischsprachige Spieler. Damit hast du im Prinzip schon mal quasi einen Stein in den USA, dass du als Deutschland gar nicht konkurrenzfähig bist. Und dann, ehe man irgendwie der Karotte hinterher rennt, wie kann man es schaffen, Sollte man lieber gucken, wie kann man national die Bundesliga wieder geil machen. Ah, da gibt es ja zwei Prozesse, die quasi parallel gerade laufen. Das eine ist, dass Traditionsvereine einfordern, dass die Umverteilung der Gelder auf Tradition geschlüsselt wird, was dazu führen würde, dass genau das passiert, was du sagst, dass eben die Bundesliga als Produkt wieder spannender gemacht wird und dann gegen die Augsburgs und Mainz und Hoffenheims dieser Welt. Schöne Grüße, das ist nicht böse gemeint. Aber das sind Traditionsvereine. Jetzt lass mich nochmal gucken. Augsburg ist eines der ältesten Städte in Deutschland. Oh, Leute. Da haben schon die Fugger Bauwerke gehabt. Ja, okay. Das ist so eine Siedlung aus dem 16. Jahrhundert. Wer ist Bertolt Brecht? Deutscher Dichter. Dankeschön. Fußballspieler. Und diese Umfahrt, das ist so unfair, Leute. Ich höre euch jetzt 10 Minuten 125. zu. Entschuldigung. Bauer, Gequatsche. Habe 5 Gedanken dazu und ich versuche sie zu sortieren, um sie in 3 Sätze zu kriegen. Und das erste ist, finde ich, dass diese Traditionsumverteilung ja schon ein total wichtiger Schritt ist, um, und so muss ich jetzt reden, das Produkt Bundesliga interessanter zu machen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Du weißt, ich bin nicht der größte Fan von deinem Verein, aber ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn die nächstes Jahr wieder da sind. Werden sie? Das wahnsinnig nehme ich dir nicht ab. Doch, ich freue mich sehr darüber. Ja. Und sie werden es, ne, das haben wir jetzt am Wochenende gesehen, sie werden wiederkommen. Dann wird das auf einmal wieder eine richtig spannende Liga. Und dann ist dann ist Augsburg wirklich wieder das meinst du. Das ist alles in Verhältnismäßigkeiten gesetzt, weil auf einmal wieder so viel Tradition da ist, dass es mal knallt. So auch auf den Tribünen. Und nicht 6 Fans auswärts mit Hoffenheim oder was es da war, nach Bochum fahren oder irgendwie sowas. Das ist das erste Element, was total wichtig ist, um dieses Produkt nach außen hin spannender zu machen. Ich finde auch, die Sprache ist, das ist kein Argument. Doch. Nein. Das ist ein Argument. Nein, ist es nicht. Wie viele Leute sprechen denn Italienisch auf der Welt? Und wie viele Leute wollen denn Inter Mailand gegen AC? Wir haben doch überall diese Spitzen. Auch ab. Wir haben doch überall diese Spitzenvereine, die dafür sorgen, dass die Ligen interessant sind und dass sich die Menschen damit beschäftigen wollen. Spanien ganz genauso. Natürlich ist Spanisch weit verbreitet, aber wir sprechen eigentlich kein Spanisch. Trotzdem wollen wir die Spitze der spanischen Liga erleben. Und das nicht nur wir, sondern auch andere. Ich glaube fest daran, dass die Bundesliga in der Spitze, auch dort in der Breite, einen Pulk an Teams hat, die, wenn die wirtschaftlich in der Lage sind, zumindest in einen Wettbewerb zu gehen, dass sie auch wieder noch mehr international eine Rolle spielen können in der Breite, was ja dann auch vielleicht ganz schön wäre. Denn, und das ist der dritte entscheidende Punkt, warum die ganze Frage, das, was du stellst, ja eigentlich hinfällig ist, was sollen denn dann sonst Bayern, Dortmund, Leipzig und so machen, wenn sie sich nicht darum kümmern, international wettbewerbsfähig zu sein? Dann brauchst du gar nicht mehr weitermachen. Weil die Bundesliga ist dann vollkommen egal, weil die wird, egal wie du sie umverteilst, trotzdem die nächsten 20 Jahre an Bayern München gehen. Also bleibt ja nur der internationale Blick, um dann das Ganze insgesamt attraktiver und spannender zu machen. Siehe Eintracht Frankfurt. So. Aber ich bin natürlich voll bei dir. Selbstverständlich muss die Bundesliga versuchen, im Ausland relevanter zu werden. Ich halte es für ausgeschlossen, dass sie mit der Premier League
jemals konkurrieren kann. Nö, ich auch, ja. Das würde nur gehen, indem du 50+1 abschaffst und sagst, okay, hier, Saudi-Arabien, Katar, kommt alle her, pumpt eure Milliarden mal hier rein. Und dann muss man erst mal schauen, haben die überhaupt das Interesse, das in Deutschland zu machen. Und wenn du dann irgendwie an einem Punkt bist, dass du fünf deutsche Mannschaften im Achtelfinale, Viertelfinale der Champions League hast und so weiter. Und dann so, aber ich halte das für ausgeschlossen, das wird erstmal nicht passieren. Und die Premier League hat, was die Auslandsvermarktung angeht, denke ich, einen riesen Vorteil. Es macht mich ganz ein bisschen so den Finger hebst, weil ich wollte eigentlich noch auf was anderes hinaus. Dann mach du erstmal und dann sage ich was. Ja, wenn ich nur ganz, ich muss sofort, die Premier League ist doch aber gar nicht, es geht doch nicht immer darum, Erster zu werden. Es geht ja, aber auch darum, wieder in ein Verhältnis zu kommen zur dem oberen Drittel der spanischen Liga. Genau. Und dem oberen Drittel der italienischen Liga mit den dann doch wirtschaftlich klar strukturierten und auf jeden Fall saubereren Strukturen wirtschaftlicherweise, als sie in Spanien oder in Italien gelernt und gearbeitet werden. Und wenn du dann, und deswegen finde ich ich finde die Idee dahinter im Moment, glaube ich, die einzige Option auch für die Bundesliga, irgendwer einen Investor finden, der ins Ganze investiert und nicht den Kampf um Hannover 96, 50+1 und dann wir alle auch und dann dürfen wir nicht alle mitmachen. Und nehmen wir den jetzt oder nehmen wir den nicht, sondern das Gesamtprodukt von oben mit Geld ein bisschen international attraktiver gemacht wird, weil Macht ist nicht zu klein. Die Tradition von Bundesliga-Vereinen ist riesengroß und die Namen sind da und die Erfolge waren auch alle da. Warum nicht denen, die wieder die Chance geben, dass Eintracht Frankfurt nicht, wenn sie zwei Spieler verlieren, darum kämpfen müssen, international mitzuspielen, sondern dass sie das kompensieren können und auch nächstes Jahr wieder im Halbfinale von irgendwas. Also es ist doch gar nicht, es ist ja nicht nur das, es ist ja nicht nur die internationale Konkurrenzfähigkeit, sondern es ist ja auch der Wettbewerb. Und wenn du für andere Märkte interessant sein möchtest, die eben überhaupt gar kein Gefühl haben, zu Augsburg, einer der ältesten Städte in Deutschland, oder anderen Vereinen, die so, warum sollen die denn zuschauen? Warum schaust du American Football? Doch nicht, weil du Kansas City liebst, weil du die seit 20 Jahren verfolgst und irgendwas über die weißt, sondern du weißt was über die, weil es einen Wettbewerb gibt. Und das macht diese Sportart interessant für Zuschauer, die außen stehen, weil du das Gefühl hast, okay, du weißt nicht, wer gewinnt. Die haben jedes Jahr, stehen andere Mannschaften im Super Bowl. Das ist natürlich jetzt wieder eine ganz andere Debatte. Die will ich gar nicht führen, aber es geht darum, dass wenn du zum Beispiel die Premier League guckst und all die Sachen, der sprachliche Vorteil, der geschichtliche Vorteil in der Auslandsvermarktung, wie die in Asien, in Amerika und so weiter, die Aufspaltung des Spieltags, die Investoren, die da rein, all diese Dinge mal außen vor gelassen. Du hast in England, auch wenn Man City da Serienmeister ist, aber du hast ein ganz anderes Gefühl von Wettbewerb, weil du hast da zum Beispiel noch einen Liverpool, du hast jetzt ein Arsenal, du hattest mal einen Leicester. Nochmal, in Deutschland hast du seit 10, lass mich mal kurz ausreden. Ja, so. In Deutschland hast du seit 10 Jahren Bayern München und jetzt sind sie wieder Tabellenführer. Und wenn du von außen auf die Bundesliga guckst, dann siehst du die Bayern und dann siehst du nichts mehr. Und das ist langweilig, weil je weiter du weggehst aus Deutschland, desto weniger zählt die Tradition, weil du diese Tradition gar nicht fühlen kannst, wenn du von außen auf die Liga guckst. Und lass mich, ich wollte eigentlich auf einen Punkt hinaus. Nämlich, jetzt geht's um die Verteilung dieser Gelder. Wenn jetzt damit jetzt 2-3 Milliarden tatsächlich generiert werden sollten, so, dann muss ja diesem Deal erstmal zugestimmt werden. Und dann bist du bei der Verteilung, weil wenn du jetzt, ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher, 2/3 Mehrheit brauchst du, um sowas zu machen. Ja. So. Und was ist denn das Interesse der kleineren Vereine an diesem Deal, wenn das Geld jetzt auf Schlag so verteilt wird wie beim bisherigen Schlüssel? Weil dann hast du doch de facto, selbst wenn jetzt irgendein Zweitligist 3 Millionen Euro mehr bekommt, was bringt ihm das, wenn die Konkurrenz über ihm 6 Millionen, 12 Millionen, 100 Millionen mehr bekommt von diesem Geld? Das heißt, die Verteilung dieses Geldes wird ja auch darüber entscheiden, ob ein Verein es in seinem Interesse sieht, diesem Deal zuzustimmen. Weil sonst sorgt er ja dafür, selbst wenn die Bundesliga versucht, als Gesamtprodukt die Schere ein bisschen zu schließen zu den anderen Ligen. Aber was ist das Interesse eines einzelnen Clubs zu sagen, ich krieg vielleicht 3, aber der über mir, den ich erreichen will, kriegt 6 oder noch mehr. Da ist ja der Wettbewerbsnachteil des einzelnen Vereins viel höher, als dass er sagt, ich profitiere als Liga davon. Aber zwei Punkte. Erstens, ich vergleiche nicht mit der Premier League. Die Premier League ist das perfekte Produkt, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ich vergleiche mit Spanien und Italien. Und ich vergleiche damit, wie man die Bundesliga wieder in den Wettbewerb
bekommt. Ich meine, guck dir die Geldverteilung für Spanien an. Die ist auch 8-mal so groß wie die, oder 5-mal, 6-mal, 7-mal so groß wie für Deutschland. Und da haben wir mit dem FC Sevilla ein Team, das 12-mal in den letzten 8 Jahren die Europa League gewonnen hat. Das wäre doch schön, wenn wir nicht einmal alle 25 Jahre uns darüber freuen, dass Eintracht Frankfurt mal international was gewinnt, sondern dass wir davon 5 Teams haben. Und wenn wir anfangen, ganz kurz nur zu Ende bringen, und ich mach schnell, wenn wir davon anfangen, durch die Traditionsumverteilung und daraus Köln, Frankfurt, Hamburg, Bremen, Dortmund, Schalke machen, was weiß ich, scheißegal. So, dann hast du auf immer wieder das attraktive Produkt, weil das kennt jeder in Europa, diese Vereine, mit allem drum und dran. Und dann kommt noch Union Berlin, Überraschung mit dazu und alles ist ein schönes Paket. Und das Zweite, was du angebracht hast, ist die Umverteilung. Das steht ja nirgendwo geschrieben, wie das umverteilt wird. Ich glaube, dass... Ja, aber das ist der springende Punkt. Ja, aber ich glaube, deswegen wird das ja nicht so passieren, wie du sagst. Ja, genau. Und da müssen wir mal... Wir sind ja... Also diese eine Debatte, die wird jetzt auch ein bisschen zu groß und die können wir an dieser Stelle auch nicht führen. Es ging jetzt ja erstmal grundsätzlich darum, ob dieser Deal zu sagen, okay, was weiß ich, für 30 Jahre wirst du beteiligt an den Einnahmen, die meinetwegen an Auslandsvermarktung erzielt werden. Also in der Zukunft liegende Einnahmen werden verkauft für Geld, was sofort fließt, und dieses Geld verstärkt dann jetzt erstmal kurzfristig, ich weiß nicht, auf welche Jahre das dann fließen soll, ob es sofort kommt oder ob es jetzt auch quasi dann über 10 Jahre gezahlt wird oder was auch immer, keine Ahnung. Aber in der Zukunft liegende Einnahmen werden quasi verkauft, und damit jetzt Geld fließt. Und da geht es dann jetzt wirklich darum, ob die Bundesliga und die zweite Liga und die Vereine, die eben an diesen Deal abstimmen müssen, ob die daran Interesse haben. Und da glaube ich eben, dass es sehr viel damit auch zusammenhängt, wie diese Gelder verteilt werden. Weil nochmal, was bringt es Darmstadt, wenn sie sagen, oh geil, guck mal, wir kriegen 5 Millionen Euro, das ist ja mega geil. Aber warte mal, alle um mich herum kriegen ja mehr Geld. Du hattest es schon gesagt, ich muss jetzt nicht mal einhaken, weil ich muss gleich mein Kind aus der Kita abholen. Leute, lass doch mal die Leute da draußen was sagen, nämlich in den Kommentaren. Mich würde nämlich interessieren, wie die das da sehen. Diskutiert's gerne in den Comments, und dann können wir das Thema nächste Woche ja noch mal aufgreifen. Ich finde es ein spannendes Thema. Ist jetzt so am Ende der Sendung, auch ohne Tobi Escher, der uns das Thema einfach 2 Stunden vor Sendungsbeginn gesagt hat, beschäftigt euch mal damit. Und dann selber nicht hier ist, ich fühle mich gerade ein bisschen unruhig. Ich würde mich gerne da noch mehr reinlesen. Ich würde gerne noch mehr, auch das, was ihr gesagt habt, noch mal Revue passieren lassen. Sonst geht das jetzt hier Ping-Pong-mäßig immer hin und her, weil wir letztendlich auch gar nicht wissen, wie es verteilt werden soll. Super interessant. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Muss Deutschland globaler Augsburg. Player werden? Fuggerstadt. Oder reicht's vielleicht auch, ein lokaler Player zu sein und wir sind einfach nur das kleine gallische Dorf, oder ist das auch naiv? Es ist ein spannendes Thema. Fakt ist, es gibt diese Pläne. Fand auch interessant, wer da übrigens in dem Gremium sitzt. Mhm. Ne, das muss man sich auch mal vorstellen. Die haben ja auch eine unglaubliche Macht. Axel Hellmann, dann von Darmstadt 98 einer, von Bayern, und das war's auch schon, glaube ich, noch von noch einem Verein. Ja. Aber wo man sich auch fragt, okay, was ist das für eine Taskforce? Aber okay. Schreibt's gerne zu den Comments. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier so ein bisschen die Diskussion bringe. Aber sonst steht das Kind traurig mit dem Luftballon vor der Kita. Darf nicht weinend auf dem Schluff stehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Wir haben eh schon ein bisschen länger gemacht. Also vielen lieben Dank fürs Zusehen. Folgt dem Aufruf, Eddies, und schreibt gerne eure Kommentare, wenn sie freundlich sind, unter dieses Video. Sind sie bestimmt. Wir wünschen Tobias alles Gute und Grüße gehen raus. Mein Lieber, nächste Woche bist du hoffentlich dann wieder dabei, und wir sehen uns dann eben auch nächste Woche Montag wieder. Dann können wir auch mal schauen, was das Champions League Achtelfinale für die deutschen Vereine gebracht hat. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.